Ja, meine Damen und Herren, heute geht es um Magnesium Glycinate, eigentlich auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch Glycinat ausgesprochen wird, aber Magnesium an und für sich ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Körpers. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Magnesium, das ist ganz wichtig zu wissen natürlich für die Leute da draußen. Es gibt zum Beispiel das Magnesiumglycinat, dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es sowas wie zum Beispiel Magnesiumoxid, nicht besonders empfehlenswert, findet man aber leider da draußen oft in Supermärkten und Drogerien und so weiter. Beim Magnesiumoxid hat man leider das Problem, dass leider nur 4% von dem, was man zu sich nimmt, auch wirklich tatsächlich im Körper landen. Und das ist bei diesem hier, beim Magnesiumglycinat, nicht der Fall. Das ist sehr, sehr gut verträglich erstens, hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und im Gegensatz zum Citrat, was wirklich oft vergeben wird, was auch ein gutes Präparat ist, kriegt man dadurch halt keinen Durchfall. Beim Citrat hat man öfters mal leider die Nebenwirkung, dass es einen kleinen Sprühschiss gibt auf der Toilette und das möchte man ja eigentlich nicht. Deswegen kann ich Magnesiumglycinat von ZEC Plus wirklich wärmstens empfehlen. Und ihr wisst auch Bescheid, zurzeit, ich gebe mir ganz viel Supplemente und ich würde euch nie was empfehlen, was nicht wirklich in meinen Alltag integriert habe. Und dieses Zeug ist immer mega, mega bekömmlich. Richtig. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten. Und zwar geht es darum, beim Magnesium Bisglycinat, da geht es um ein Präparat, das durch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit auffällt. Es optimiert die Muskeln und Nervenfunktionen, unterstützt das allgemeine Wohlbefinden, sowie beim Sport als auch im Alltag. Ganz zum Schluss möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass ein sehr, sehr wichtiges Vitamin hier in Deutschland, ja, und zwar das Vitamin D, vor allem von Leuten aus unserem Kulturraum, die ein bisschen mehr Sonne brauchen und so weiter, die kriegen sehr, sehr oft zum Beispiel Vitamin D verordnet. Was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, da kann ich euch auch das Vitamin D und K2-Präparat von ZEC Plus zusätzlich empfehlen. Was den meisten Leuten nicht gesagt wird, dass es, wenn es nicht in Kombination mit Magnesium zusammen eingenommen wird, dass es sehr viel weniger effektiv ist. Dementsprechend kann ich euch nochmal als kleinen Tipp am Rande empfehlen, nehmt Magnesium zusammen mit Vitamin D3 und K2 über den Tag verteilt ein. So könnt ihr euren Vitamin D-Spiegel auch wirklich effektiv pushen, sodass ihr das meiste aus der Sache rausholt. Vitamin D3 und das Magnesium Bisglycinat von ZEC Plus. Die Empfehlung für heute und der Sponsor der aktuellen Folge von 100% Real Talk. Und mit dem Rabattcode REALTALK10 erhaltet ihr 10% auf alle ZEC Plus Produkte. So sieht's aus. ZEC Plus aus Überzeugung. Let's get ready to mumble, mumble in the jungle, ja. Let's get ready to mumble. Wo ist der Boogie, ja. Let's get ready to mumble. Letzte Nacht zockt ich noch an dem Po von Gruppi. Jetzt in der Show mit Belasch und Modusi. Hätte ich lange Arme, wäre ich Boxer geworden. Modusi am Start, hi B. Korrekt, Alter. Geil, geil. Ja, Modusi am Start. Ja, Mann, danke schön auf jeden Fall für die Einladung, überhaupt, dass ich hier sein darf. Danke, dass du extra in den Flugmodus gegangen bist. Extra rübergekommen, der Typ. Musste. Ja, gut, ich feiere das auf jeden Fall. Geil. Sehr strange auch, dass wir uns noch nicht über den Weg gelaufen sind bei so vielen gemeinsamen Bekannten. Ja, Mann, das hat alle mich Grüße, die Liste wäre zu lange, das haben wir herausgefunden. Safe, safe, ja. Sehr viele. Aber da trotzdem muss ich sagen, der Einfall jetzt, dass du diesen Monat kommst, kam von B. Ja, Mann. Ja. Längst überfällig. Aber längst. Ja, längst überfällig. Geil, richtig. 100%. Ja, korrekt, dass du da bist, Bruder. Gerne auf jeden Fall. Das ist auch sehr, also so was dein Charakter beschreibt, eine perfekte Kombination. Ja, safe. Experte für den Kampfsport. Richtig. Er kann jeden Kämpfer am Schlag erkennen. Geil. Experte fürs Rotlicht. Ich erkenne alle am Geschmack. Modusi am Start. Willkommen, danke, dass du gekommen bist. Gerne, auf jeden Fall. Grüße erstmal an alle aus Frankfurt. Korrekt, alle. Werner, Twin, Max Koga, Eckerling, Pütz und so weiter. Mein Freund Lars, alle Sachen. Und an der Stelle erstmal Free Haki, muss ich ganz laut sagen. Ja, Free Haki. Auf jeden Fall. Alle fahren immer ein. Wir können nicht die Plattform nehmen, sonst wäre es nur eine Free Show. Aber an der Stelle Free Haki. Lass die Show beginnen, Modusi. Ja, Mann. Krass, Alter. Bist du aus Frankfurt jetzt direkt gekommen heute? Ja, also gestern Nacht bin ich gekommen. Ein bisschen noch gechillt, was essen gegangen und dann locker mich für die Sendung hier vorbereitet. Hammer. Ja. Hammer. Wie lange war die Fahrt? Ich glaube, wir sind knapp 4,5 Stunden gefahren, so 4,5, 5. Locker. 4,5, 5. Ja, Mann. Krass. Auf jeden Fall, also Frankfurt ist gut repräsentiert.
hier wurde gut repräsentiert hier an diesem Tisch, auf jeden Fall sehr oft vertreten gewesen. Geil. Ja, du bist Offenbacher, wir haben schon gerade darüber geredet, Offenbach genau. ist so wie bei uns irgendwie ein Bezirk nur entfernt von Frankfurt. Richtig, ist ein Katzensprung von Frankfurt. Ich bin in Offenbach aufgewachsen, geboren, aber halt in Frankfurt groß geworden, viel unterwegs gewesen, viel gearbeitet, immer noch unterwegs. Ja, krass. Ich glaube, Offenbach ist das, was mir über Langwitz unterstellt wird. B ist auch ein Kreuzberger Urgestein, eine Bereicherung, eine Kreuzberg-Ikone. Aber hier gab es schon Killer, Hakran und so weiter. Hier gab es schon zu viele. Geil. Aber ich war der Erste, der Langwitz berühmt gemacht hat. Und meines Erachtens ist Offenbach, Haftbefehl hat Offenbach great Same, again gemacht, auf oder? Sind wir reinig? 100%. Der hat Applaus auf jeden Fall die Offenbach auf die Karte gebracht. Ich glaube auch, wir haben alle durch diesen Rap-Zirkus das erste Mal so richtig von Offenbach mitbekommen, als Haft in die Szene gekommen ist. Richtig, genau. Das müsste so 2008 gewesen sein. Ja, so 8, 9, ja, 8. Richtig. Und genau. Ihr seid ja Kindheitsfreunde. Wir kennen uns alle, wir sind alle miteinander groß geworden. Ja. Und, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Offenbach, wie groß seid ihr? Und seht ihr euch wirklich so als eigenes Ding? Oder ist es Frankfurt einfach so dazugehörig? Am Anfang waren wir so unter uns. Da waren die Offenbacher jeden Tag nur bei sich in der Siedlung, da rumgehangen von den Hochhäusern. Und irgendwann hat sich mit den Altern hat sich ein bisschen gespaltet. Dann haben wir ein bisschen Frankfurt kennengelernt, das Viertel rumgechillt hin und her. Und danach haben wir uns ein bisschen verstreut. Verstehe. Durch ganz Frankfurt, ja. Also ist eigentlich schon so ein Offenbach-Ding dann bei euch gewesen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr habt so eine eigene Identität gehabt? Ja, damals auf jeden Fall 100%. Jetzt nicht mehr? Nee, nicht mehr. Alles hat sich verstreut. Jeder ist dort, Haft ist viel Frankfurt unterwegs. Ja, ja, deswegen. Ich bin viel Frankfurt unterwegs, ja, aber immer noch Offenbach, weißt du. Ich habe gehört, dass Offenbach so, das war so der Ausländerbereich, ne? Immer noch. Das ist eine sehr hohe Dichte. Noch mehr geworden, ja. Noch mehr, ja, okay, auf jeden krass. Fall. Krass. Und wie seid ihr so aufgewachsen? Wie war so eure Anfangszeit? Wenn du sagst, wir kennen uns lange, wart ihr 5 Jahre alt, 10 Jahre alt, 15? Wie alt wart ihr? So 15, 16 hat man sich schon immer, hat man angefangen, sich kennenzulernen, weil jeder hat ja seine Siedlung gehabt. Ich bin ja auf eine Siedlung aufgewachsen, Haft ist mein Park aufgewachsen. Ich bin mehr so im Marktplatz immer ab und zu gewesen. Und dann mit dem Alter immer miteinander gechillt. Dann kam das Rap bei Haft. Mhm. Da hat es dann Sportwetten noch gehabt in Offenbach. Ja, man hat sich immer gesehen, immer. Wir waren ja untereinander alle wie Brüder, weißt du, meine? Mhm. Immer, wenn man es gesehen hat, feiern gegangen oder gelacht hin und her. Das war halt immer so verschiedene Siedlungen. Du musst überlegen, die Straße war Haft seine Gegend, die Straße, Palarellstraße war meine Gegend, weißt du, aber man hat es schon mal gesehen, auf jeden Fall. Einmal waren Offenbacher bei mir. Ich kann gar nicht so viel aufzählen, wie ich vorhin vergessen habe. Chaka auch alle, muss ich immer aufzählen. Mit denen ist eine große Ehre für mich, mit denen telefoniere ich immer. Ich bin Fan seit Tag 1. Auch geiler Typ. Mir gibt auch immer Riesenprops, Totone und so. Genau. Ich hab viel Street-Rap reingebracht, viel das Niveau sehr hochgehoben, Moses P, Legende. Auch. Aber als die Offenbacher kamen, war eine lustige Situation für mich. Da war der Bruder Blaze da. Meines Erachtens ist er auch Offenbacher, ne? Ja. Sag mal, korrigier mich. So Frankfurt Offenbacher. Ich glaube schon, ja. Ich glaub Chris, mein Bruder, immer im Herzen. Wir haben immer noch Frankfurt Kontakt. Nordi, genau. Mein Bester. Ist ein Dilemma, dass ihn so wenige kennen. Ganz starker Lyriker. Ja, dann war noch Jones und so da. Yassir, der war damals schon meines Erachtens abgeschoben. Wir haben immer, mit dem habe ich ganz viel Kontakt gehabt. Ja, der war natürlich mit meinen Cousins, weil die waren auch zu der Zeit abgeschoben. Leider, ja. Marokko. Haben die mich kontaktiert. So, ey, der Rapper Yassir ist hier mit uns. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall waren dann die Frankfurter alle da. Pino noch, Grüße an den, der ist glaube ich auch für uns. Der managt den ganzen Haufen. Die hießen damals glaube ich Echte Musik. Echte Musik, hab ich auch böse gefeiert auf jeden Fall. Me too. Ja, Mann, richtig krass. Also, du bist ja auch mit Rap affin, aber ich habe mal gehört in einem Interview glaube ich, dass ihr so eine Jugendzentrumkultur gehabt habt bei euch. Ja, Mann, ne? Haben wir auch. Das ist ja ähnlich wie bei uns gewesen. Das ist auch so ein, glaube ich, so ein 90s-Ding, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen ausgeschaut. Bei euch auch? Ja, wir haben ein großes Jugendzentrum gehabt, zwar in Offenbach, das Falkenheim, wo auch jeder auch immer da ab und zu war, auch von bekannten Künstlern, die jetzt mittlerweile gerissen haben. Da haben wir mit Breaken angefangen, dann kam das Rappen und dann haben wir halt angefangen auf Instrumental von irgendwelche Leute, ob es jetzt Norega war oder was weiß ich, aus Busta Rhymes, haben wir angefangen da zu freestylen und dann haben wir unser eigenes Ding mal gemacht, dann haben wir unsere eigene Events gemacht im Jugendzentrum, weißt du, so Live-Gigs und so, das war unser erste Ding da, so. Aber ich habe das Rap am Anfang so natürlich mit Leidenschaft gemacht, aber habe es nie so richtig so ernst genommen, weißt du, meine? Weil ich habe gedacht, ich mach's so, weil es die ganzen Jungs auch machen, bin ich halt mitgegangen, weißt du. Du bist geboren in Frankfurt? Offenbach. In Offenbach geboren auch, wa? Ja. Hast du auch immer so Englisch, das gar kein Englisch ist, ne? Ja, ja. Was bist du für ein Baujahr? 84. 84, geil. 84. Weil du weißt auch, Träume werden wahr, aber auch Albträume. Aber ich bin mit denen wirklich gut und da muss man vorsichtig sein. Ich habe die auch beim Konzert getroffen und wir beide feiern ja Capone Noega, haben wir gestern rausgefunden. Und die haben es gleich repostet. Ja, ja. Grüße auch nach Queens. Die sind top. Ich darf leider nicht nach Amerika, würde ich die besuchen. Ja, ja. Meine Lieblinge. Darf ich jetzt auch nicht mehr. Ich liebe die.
Krass, krass. Ja. Habt ihr damals diese Jugendzentrum Gangscheiße auch gehabt? Also ja. So mit Bezirk gegen Bezirk oder Zentrum gegen Zentrum? Das war in der Zeit, wo ich noch jünger war. Da waren so die Siedlungen so ein bisschen bekriegt untereinander. Die hatten auch ihre eigene Bomberjacken, hatten wir und so alles, genau. Weißt du? Ja, ja. Aber dann wurde es immer so, wenn der eine mit dem zusammenarbeitet, was dealtechnisch betrifft, dann ist dann wieder Frieden im Bezirk, weißt du, meine? Ja. Ja. Okay, es ging alles mit Business, hat sich wieder alles wieder geklärt, weißt du? Business hat sich alles geklärt. Ja, natürlich. Wenn der eine besseres Ort hat als der andere, sagt, ey Bruder, lass uns zusammenarbeiten, dann war wieder Frieden, weißt du, in der Straße. Weißt du, so war das halt bei uns. Lustig, ja. Es war hier genau das Gegenteil, lustigerweise. Je mehr Geschäft gekommen ist, desto mehr Krieg hat stattgefunden. Ja, hier war, habe ich gehört, Hochpoker, was das betrifft. Das Konkurrenzgeschäft war hier bei euch richtig hart. Um das mal genau zu analysieren, ich komme ja aus dem Süden, da war, die hat mir auch erwähnt, bei seinen Track Formlos gab es die Thermometersiedlung und die Mau-Mau-Siedlung, die waren wir alle. Aha. Und ehrlich gesagt kam es ein bisschen auch so, durch die Araber, rede ich Klartext, weil die waren halt Familien halt. Davor waren nur halt Gangs halt bei uns in der Mau-Mau und so, es waren dann immer die schwarzen Schafe, Türken, auch Araber, Deutsche. Ja. Aber dann viel so Ende 90er war dann auch so, komm, Kaffee oder so. Ja, und dann wiederum haben die Kleinen das wieder Anfang der 2000er wieder so eröffnet. Und dann haben die Großen das geschlichtet. Krass. Das kann ich vorher gar nicht mit so einem Kaffee finden und so alles. Das war bei uns noch macht gar nicht. Ja, ihr habt nicht so viel diese Großfamiliensache bei euch. Das ist wie in Hamburg, ne? Ja. Wir haben bei uns sehr wenig, sehr wenig. Jetzt mittlerweile schon. Also natürlich gibt es da schon. Aber so am Anfang damals, wo ich noch jünger war, 20, 18, 17, 16, gab es sowas nicht. Gab es nicht. Gab es mehr Türken aber als Araber bei euch natürlich, ne? Ja. Das ist ja normal in den 90ern gewesen. Auf jeden Fall. Sind immer mehr Araber geworden? So war es bei euch auch? Nee, es geht ja. Es geht bei uns. Also jetzt nicht zu viele Araber. Bei uns. Ja, auch nicht durch jetzt zum Beispiel Syrien und so weiter auch nicht? Ja, jetzt was Flüchtlingsrate betrifft schon auf jeden Fall, aber jetzt nicht so, wo wir jetzt sagen können, hart. Nur am Viertel merkst du das halt, im Rotlichtviertel, dass da ein bisschen halt die Masse da ein bisschen gestiegen ist, ja. Kommt ihr klar? Schwer. Wir sind ein bisschen überfordert, Max, ich und so, weißt du, wir sind ja schon, die sind richtig hardcore unterwegs mit Ripperei und die gehen schon über die Grenzen auf jeden Fall, wie die sich da benehmen. Ja, ist schon fand hart. Da ein Zitat von dir ganz krass. Du sagst so, wir sind die Einheimischen, wir sind hier zuerst, wir lassen keine neuen Regeln aufstellen. Hier geht es ja gerade ein bisschen so um Identität. Ich feiere dich krass für den Spruch. Ja, normal, Digga, wir sind hier geboren. Weißt du, man, wir dürfen es jetzt nicht direkt so wie Ausländer hinstellen. Weißt du, man, wir du sind hier geboren. Perfekt gesagt, Modusi. Du bist so deutsch wie Merkel. Ja, 100%, Digga. Ich bin ja auch wie die geboren. Genau. Großartig. Ich bin wie Frau Merkel, genau in so ein deutsches Krankenhaus geworden. Weißt du, man, ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich bin Marokko und bla bla, Digga, dann läuft irgendwie da was schief, weißt du, meine? Ich verstehe natürlich, ich habe viele Brüder von mir, die eingewandert sind, die haben auch richtiges Hardcore-Vergangenheit und so, das verstehe ich 100%, weißt du, weil die wollen ein ruhiges Leben dann führen, wenn die herkommen, wenn du schon hier geboren bist, Digga, und diesen Film fährst wie ein Bruder, der aus dem Krieg kommt, Bruder, dann verstehe ich da irgendwas nicht, weißt du? Schon Unterschied, definitiv. Ja, das gibt's viele, weißt du, diese Blenderei, die sagen, ja, Bruder, ich gehe über den Tod, ich gehe gegen dich, weißt du, Digga, du bist hier geboren, Alter, deine Eltern haben dich in eine deutsche Schule gebracht und der Junge, der wird so gerne mit dir tauschen, weißt du, meine? Der ist aus dem Kriegsgebiet hierher geflüchtet, weil er seine ganze halbe Familie verloren hat. Ich verstehe seine Reaktion und seinen Charakter, dieser Hass, den er mit sich trägt. Aber da gibt es wiederum welche, die sind hier geboren, haben deutsche Schulen besucht und benehmen sich wie der Rambo aus dem Arbeitsamt, weißt du, meine? Der Rambo aus dem Arbeitsamt. Rambo. Bei uns war es auch im Marokkaner, das ist natürlich nicht lustig. Der hat auch ab dann haben die alle sehr gut behandelt. Ja. Bei uns hat 2005 ein Marokkaner beim Arbeitsamt, ich weiß nicht, warum ich das erzähle, weil du der Marokkaner beim Arbeitsamt sagst. Genau, und dann aber waren die alle freundlich. Also Ruhe und Frieden an die Mitarbeiter, sowas immer scheiße. Ah, das habe ich gehört, die Aktion. Das war, glaube ich, eine Dame, die das abbekommen hat. Ja, genau. Aber ey, Bruder, Ruhe und Frieden, aber die waren extrem unfreundlich. Also wenn du da keine lange Zündschnur hattest. Ja. Oh. Das war hart, Alter. Ja, bei uns, die Arbeitsämter sind auch schon ein bisschen überfordert, Alter. Ja, aber wenn da jetzt einer mit einem Reus kommt, werft seine Krankmeldung da rein in diesen Briefkasten. Dann denke ich auch, Alter, was geht hier ab, weißt du, meine? Ich habe früher immer angerufen, habe gesagt, ey, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut und so. Ich habe genug hier, hab alles, Weiber und so. Safe. Sprichst du Arabisch? Ja, auch. Eltern beide Marokkaner gewesen? Nee, Mutter stammt aus Frankreich, Vater aus Marokko. Ach, okay. Ja. War das eine Bio-Französin, weil du auch so dunkel wirst, oder in Frankreich schwarz oder arabische Französin? Arabische Französin. Meine ich doch nicht. Genau, ja. Was war ihr Hintergrund? Auch Marokk? Algerien? Woher? Wer? Deine Mama? Marokk. Auch Marokk? Ja. Ach so, aber in Frankreich. Genau, geboren, aufgewachsen. Geboren, aufgewachsen. Genau. Ist auch interessant. Hast du mit französischer Sprache? Ich habe viele Familien in Frankreich.
Kannst du selber ein bisschen sprechen, verstehst du? Wenn ich bei mir, ich verlerne das sehr schnell, aber wenn ich jetzt öfters dort bin bei meinen Cousins und so, weil die leben ja auch alle in Paris und Marseille, Toulouse und hin und her, dann kommt wieder langsam dieses Slang wieder rein und so alles, weißt du? Wie ist der Vibe da so? Brutal. Also da, wo meine Cousins herkommen in Paris, ist der Crisoir, das ist eine der härtesten Gegenden in Paris. Ah. Da ist ja dieses Polizeirevier, was aus Metall gebaut ist. Nennt man das bei uns Bouillons? Ich glaube, Bouillon ist gut. Das ist eine Suppe, Bruder. Oder so, irgendwie so ein Ding, so Maggi-Würze. Beste Bouillon, Alter, Digga. Gib mir Bouillon, Chat, Digga. Einfach nur Bouillon. Das ist Bondieus. Bondieus. Er weiß, Scambi, Scambi. Maggi-Bouillon. Ja? Ja, Mann. Ja, also, wenn du damit aufgewachsen bist, hast du auch einen Bezug zu französischem Rap und so weiter? Safe, auf jeden Fall. Was gefällt dir am besten? Also, am Anfang hat mir Sefyu sehr krass gefallen. Sefyu. Dann kam Buba. Rimka auf jeden Fall auch, Rimka. Die neuen, ich bin halt nicht so krass Fan von denen, dieses Gejaule, was sie da gerade machen, weißt du. Das erinnert mich mal, das erinnert mich mal an diesen Künstler von damals, dieses Scatman's John, kennst du den noch? Ja, weil du denkst ja, das ist irgendwie kein, das ist keine Message oder so, weißt du. Aber so die damals, diese Rimka, seine Videos, diese Schwarz-Weiß-Dinger mit dem Affen hier, mit der Hut, das war richtig krasse, das hat mich voll geflasht, sowas, weißt du. Das sagen wir ganz oft, das ist bei uns immer unser... Und da Agenda, dass wir hier sind, dass der Musik die Seele und die Message fehlt. Safe 100%. Ich habe damals immer... Aber ey, bevor du das Thema wechselst, PNL hat mich am meisten geflasht. Die sind sowieso was ganz anderes. Die sind wieder Künstler. Das ist für mich Kunst, was die machen. Schade, dass sie weg sind, wa? Eigentlich. Ja, hart. Ich habe einfach aufgehört. Einfach aufgehört. Ja, ja, aber die sind auch, keine Ahnung, was die durch den Kopf geht, weil ich habe ja auch ein bisschen bei denen ein bisschen recherchiert und so. Der Vater ist auch so ein Motherfucker gewesen von denen. Der wurde abgeknallt auch. Der ist so ein Mafia-Typ gewesen. Mafia-Typ. Der hat auch mit Politik, glaube ich, viele Feinde gehabt. Ja, 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 genau. Also die waren schon richtig so krass unterwegs, was Familie betrifft, auf jeden Fall. Damals, ich wollte nicht das Thema wechseln, weil ich sagte, ich habe immer wenig, höre ich Französisch, weil ich die Texte nicht verstehe. Zwei Sachen haben sich eingetrichtert bei mir. Damals so K11 oder so Café. Die waren so wild. Alter, ich habe immer noch ein Oberteil von denen. Ich will, ist voller Löcher. Das habe ich damals vor 20 Jahren oder so habe ich das bekommen. Also wenn man sagt, Bushido war der Erste, der die Araber erreicht hat. Nein, das waren die. Bei uns haben alle das gehört. Das war meines Erachtens vor der Berliner. Das war so das französische Wu-Tang Clan, meine Meinung. Genau. Dann gab es noch eine Gruppe, die haben sogar, weil du sagst, mit Wu-Tang Clan immer zusammen kooperiert. Weißt du es lieber, Bedas, die waren auch mit Sons of Man. Und die waren aber Franzosen, die waren beim Wu-Clan. Weiß ich nicht. Und es gab schon viele berühmte Crews davor. Genau. Und ich habe halt damals und immer noch Hohen Frieden, Guru, einer der größten Rapper, den wir je hatten, Rest in Peace von Gangster, also Gangster der Gruppe mit DJ Primo. Aha. Und der hatte damals eine Single oder sogar eine EP mit MC Solar. Genau. Soleil, Solar, Belas? MC Solar. It's the good, it's the bad. Solar, danke, genau. Das war die Zeit, wo französisch Rap auch so wie deutsch Rap damals, so wo wir noch nicht am Start waren mit Berlin und Hardcore und dies und das, da war alles ein bisschen weicher. Ja. Das war in Frankreich ja auch so. Ja, ja. Ja, da gab es so Allianz, Ethnique und so weiter, diese Geschichten. Genau. MC Solar und so. Aber dann kam diese Gangsterkacke rein und dann wurde die Sache auf jeden Fall tough. Aber es gab auch damals schon in der alten Generation, gab es einen zum Beispiel MC Jean Gabin. Krass, den kenn ich. Kennst du nicht? Nee. Charles, der hatte Beef mit Boba zum Beispiel. So oberkörperfrei, schwarz-weiß Video, hat den richtig so auseinandergefetzt. Krass, Alter. Er war jetzt nicht so der technisch stärkste Rapper, aber der Bruder war auf jeden Fall brutal Gangster. Und er hat auch Filme gedreht drüben. Der war auch in Frankreich, war er auch dann Filmstar dann später. Also Actionfilme gedreht und so ein Scheiß. Bestimmt kenne ich den, wenn ich jetzt so vom Gesicht her sehe. Check den mal, den wirst du 100% vom Plakat, wirst du den erkennen. 100%. Und das Krasse ist, der ist hier mit uns aufgewachsen, mit unseren Eltern. Hart. Also der ist hier aus Frankreich, ist er nach Berlin gekommen. Aha. Hier mit den Kreuzbergern hat er rumgehangen, hat auf der Straße Dope fertig. Krass. Ist im Orbit gelandet, im Knast gesessen, ist wieder zurück in die Heimat und hat richtig Welle gemacht auf jeden Fall. Hart, Allah. Ist er immer noch am Start, oder? Der ist ein älterer Herr jetzt mittlerweile. Ja, geht wahrscheinlich auf die 60 zu. Krass, krass. Ganz krass, aber hart, Halle, geil. Ja. Sag mal, lieber B, vielleicht weißt du, ich habe den Namen vergessen, ich weiß seinen Vornamen, der auch bei Rap am Mittwoch war, der Bolt, der ist sehr stabil. Jules Bo, sehr guter Mann. Und ich habe auch Berliner. Der hat ja so einen stabilen französischen Flow. Mhm. Ich dachte am Anfang, die haben irgendeinen französischen Rapstar gebucht, weil ich ihn nicht kannte. Ja. Und grüße den Bruder, weil wir haben rausgefunden, ich bin mit seinem Bruder aufgewachsen, mein Bruder Malik. Und der hat ganz stabil gerappt. Cool, dass du den Namen Rapper, ganz stark. Auch starker Kampfsportler, Schwarzgurt, Karate. Geil, guter geil. Bruder. Also Oldschool-Rapper auch, die haben auch viele Vergangenheiten mit Kampfsport. Und so. Das war krass bei denen. Ja. Der kleine Bruder hat sich nicht so gut entwickelt, der war mit uns. Wie war es denn bei dir, Bruder? Also ihr habt jetzt eure Jugendzentrumzeit gehabt und so weiter, aber du bist ja damals schon Straße gewesen. Ja, ja. Ich habe angefangen mit 15 an der Tür zu arbeiten.
Mit 15 an der Tür? Mit 15, das war so meine erste DK-Testo-Kur. Niemals. Ja, ja. Und dann Kampfsport halt fast über 25 Jahre. Thai-Boxen, Kickboxen. Und dann habe ich es durchgezogen, immer Türen gearbeitet. Dann ging es von Offenbacher Türen, dann ging es weiter nach Frankfurt, die ganze Tür mal da, Tür mal da, verschiedene Diskotheken. Und danach bin ich irgendwann mal so mit 20 bin ich ins Rotlicht reingerutscht. Aber was war die erste Crime-Schiene? Meine erste Crime-Schiene habe ich mit ihr, das war in den jungen Jahren, das war so Standard, so die nicht Diebstahl, aber so Körperverletzung ist sowieso, damit kommst du schon auf der Welt bei uns in Offenbach. Körperverletzung war so Standard und danach ging es dann halt so auf Einbrüche, räuberliche Erpressung, Standard. Okay. Ja. Du bist ja 84er Baujahr, jetzt muss man sich mal die Frage stellen, hat sich bei euch das auch so entwickelt von erstmal schlagen wir uns, dann gibt es einen Stich in den Arsch und dann geht es auch mal ein bisschen härter ab und so weiter. Weil, also hier in Berlin war das so, am Anfang war das ja, nicht so sehr mit den Messern, dann ging es ein bisschen krasser zur Sache und dann haben die Ersten auch schon mal Knarre gezogen und so, aber es gab eine Entwicklung, es war nicht immer so. Zu meiner Zeit waren so Knarren wenig, aber Messer war. Ich habe ja neun Messerstiche hinter mir und deswegen bei uns war es so Standard. Wenn du dich gehauen hast, hast du automatisch einen Klingel abbekommen nach jeder 8 oder 9 Schlägerei. Aber es kommt halt drauf an, mit wem du dich schlägst. Weißt du, es gibt ja welche, die gehen ja ekelhaft voran. Es gibt manche, die sind schon stabil und sagen, wir klatschen uns jetzt bis zum geht nicht mal im Park. Was ist was, weißt du? Fand, ist es eine Verletzung, also war das eine Aktion, 9 Stiche oder insgesamt? Nein, insgesamt. Also verschiedene. Wie oft wurdest du gestochen? Ich wurde hier auf der Brust, das war eine Racheaktion auf der Brust, aber verschiedene Aktionen, verschiedene Konflikte, immer wieder was kassiert oder so. Aber so wie ich das mitbekommen habe, hast du auch viele von deinen Verletzungen und so wegen deiner Tür- bzw. Milieuarbeit, oder? Auch. Ja, da gibt es dann immer wieder Leute dann, ich stelle mir das natürlich dann auch immer so vor, wenn die Leute besoffen sind und die benehmen sich daneben und so, da musst du immer Angst haben, dass die Leute holen. Ja, aber du musst überlegen, so eine Diskothek, weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich jemanden so, keine Ahnung, sperrst oder jemanden schreien lässt, mir war es auch egal, wer das war, weißt du, wenn ich meine Arbeit gemacht habe, habe ich gemacht und manchen, die fühlen sich halt erniedrigt, verletzt ihren Stolz und die müssen sich ihren Namen wieder zurückholen, dann lassen die dich abfangen und verpassen den Stich oder du haust dich dann mit dem, das war bei uns normal, das ist halt Straße gewesen, weißt du. Hattest du ein Background, gab es diese Sache vermehrt, also bei uns, immer um die Vergleiche zu ziehen, damit du verstehst, wo meine Frage herkommt, die Leute, die fast an der Tür gearbeitet haben und so weiter, vor allem im Bereich Ausländer und so, die hatten fast immer entweder eine Familie im Hintergrund, eine Gang im Hintergrund oder einen Rockerclub im Hintergrund. Also es gab kaum Leute, die einfach so an die Tür gegangen sind und jetzt. Nee, bei mir, ich war alleine. Also ich habe schon natürlich meine Jungs gehabt und so, aber wir waren jetzt nicht so, so eine Gruppierung, wo wir jetzt sagen, ey, wenn egal wer dich jetzt anrührt, wir versammeln uns 70, 80 Leute. Natürlich, wenn ich mal irgendwann mal so einen Alarm gedrückt hätte, hätten sich von verschiedenen Orten Freunde von mir natürlich versammelt, aber. Ja. Ich bin alleine auf der Welt gekommen, ich sterbe alleine. Also warst du bestimmt auch Männer fürs Grobe, was bestimmt, ich habe es noch nicht so oft gesagt, aber ich war auch Türsteher, nie so lange wie du und nicht mehr Jahrzehnte, aber auch bestimmt 3 Jahre immer regelmäßig, also über 10 Jahre unregelmäßig und 3 Jahre ziemlich regelmäßig, bevor er mich dort ins Interview-Game wieder reingebracht hat und er mich reanimiert hat, zurück, geil. Kam ich zurück. Hier auch Berlin an der Tür? Ich war in Berlin an der Tür, im Coyote, Ugly und genau, diversen Clubs, manchmal auch in Neukölln in so einem kleinen Shisha-Café, sehr Privatpartys, da ging es auch mal hart zu, es war immer friedlich, aber einmal lag meine Erfahrung, was ich gerade sagen wollte, ist, weil da, ich habe in jungen Jahren dann wiederum, um Geld zu verdienen auch, mal so auf öffentlichen Partys oder so gearbeitet, also mittlerweile sage ich, auf so einer A10-Center-Party, wo 1000 Leute sind von überall, passiert 1 Million mehr als von unseresgleichen, wa? Ja, Mann, also auch immer, ist so große Events, sehe ich immer wieder, oder auch wenn ich bei auf Rocker-Partys bin, seit über 15 Jahren gehe ich da hin, es ist immer friedlich und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wirklich immer, meistens ist dann wirklich der, wenn wir da mit unseren Ladies dann wären, wer der dann ein Schritt fest ist, nicht einer von unseren Schlachten ist, Manne, besoffen, Maler und Lackierer und er fegt alle. Safe, ist so. Oft, ne? 100%, ja, 100%. Krass. Wie ist es dann weitergegangen? Du bist ins Rotlichtmilieu reingekommen und bis jetzt durch dieses Spiegel-TV-Doku bist du als Gesellschafter, wollte ich gerade sagen. Wirtschafter. Als Wirtschafter. Da macht ihr immer so einen krassen Cut irgendwie so zwischen Wirtschafter und bitte verwechselt das nicht mit Zuhälter. Ja. Das ist dir sehr wichtig, wa? Ja, das ist halt warum die Leute, die davon keine Ahnung haben, die sich nicht damit beschäftigen. Wirtschaft ist halt wirklich jemand, der so ein Geschäftsführer ist von einem Laufhaus, weißt du, der nimmt, macht halt die Buchhaltung, nimmt die Mieten, sorgt dafür, dass den Frauen nichts passiert, sorgt dafür, dass im Haus sauber bleibt, weißt du, dass die Frauen wirklich ihre Ruhe haben beim Arbeiten, weißt du. Und die manchen denken sich, okay, sobald deine Frau beschützt, ist es ein Zuhälter, weißt du. Aber ohne uns, weißt du, würden bestimmt alle 5 Sekunden eine Frau draußen vergewaltigt werden oder so. Ach so, meinst du das, okay. Aber warum hat dieser Begriff Zuhälter so einen negativen Vibe bei euch?
Ja, das liegt da dran, weil... Warte, ich war wegen Kollega. Aber ich feiere das, wer das umgestellt hat. Ich feiere das. Nein, das liegt halt da dran, weil gab es irgendwelche Kaspern, die halt wirklich Frauen erniedrigt haben, was weiß ich was, kannst du halt abziehen. Und die haben das halt wirklich so ausgestreut, diesen Ruf, dass dann wir das davon abbekommen haben, wir Wirtschafter oder was weiß ich was. Aber du warst ja von dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Zuhälter-Szene, vor allem aus Hamburg, warst du ja stark beeinflusst, ne? Ja, safe. Ich hab's bloß gefeiert. Also diese Art von Zuhälter habe ich gefeiert. Diese Legenden, ja. Ja, 100%. Diese Nutella-Band und was weiß ich was. Das waren keine Zuhälter, das waren für mich so wirklich Leute, die sich um die Frauen gekümmert haben. Die halt wirklich, die Frauen haben Rolex getragen, alle die. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel heute irgend so 0815 Zuhälter siehst, ich sehe ab und zu immer noch im Viertel welche, die laufen damit gefälschte Adidas-Anzüge rum und so eine Bratpfanne-Uhr irgendwo aus der Tankstelle gekauft, die als Rolex durchgehen soll. Gar nicht, weißt du, dann denkst du dir, guck mal, jetzt verstehe ich wirklich den Leid von dieser Frau. Und deswegen waren wir als Wirtschafter da und haben solche Typen nie reingelassen, weißt du, und haben gesagt, ey, ihr kommt hier nicht rein. Die Frau hat so Arbeiten, macht ihr Ding, weißt du, und verpiss dich vom Eingang, weißt du, so war das bei uns. Ja, wir hatten ja Karate-Andi hier am Start. Also denke ich die ganze Zeit, Entschuldigung, ich denke die ganze Zeit an Karate-Andi. Er ist das 9 Plus Ultra, er ist der Zuhälter. Er will mit keinen Rappern zu tun haben, außer mir und B. Ja. Und der Typ ist Gold wert. Und der ist immer ganz bescheiden, aber der hat alle Schlachten gewonnen. Und krass. Karate-Andi ain't nothing to fuck with. Ich habe mich voll beschäftigt mit diesen ganzen Legenden so aus Hamburg und so. Die haben mich auch wirklich voll so geflasht, richtig krass. Seit 2-3 Wochen so ungefähr gibt es auch über, glaube ich, Spiegel TV oder so, gibt es voll viele Berichte über den schönen, wie heißt der? Schöner Klaus. Schöne Klaus. Tommy. Ja. Karate-Tommy. Tommy. Ja. Kalle, sprechen Sie nicht mal aus? Machst du's? Ich weiß, Kalle, ja, natürlich. Ich feiere den richtig. Ich habe den sogar getroffen, kennengelernt und so alles. Ja. Hamburg. Ne? Ja. Hamburg, ja. Es gab auch einen, der hierher gekommen ist, Aachener. Aachener Kalle gab's, den Endpunkt Kalle. Der mit der Ray-Ban-Brille. Genau. Ich muss aber sagen, der auch immer seit der Jugend so diese Zuhälter kannte, Karate-Andy nicht, die haben immer auf Karate-Andy hochgeschaut. Ich muss ganz vorsichtig sein, ohne Disrespekt zu sagen oder ohne irgendwas hier aufzuwirbeln. Mir kam es nur so vor, ich bin da nicht so drin, dass immer, ich kenne auch Marek, den Juden und so, der Potsdam die Villa hat. Und die haben das oft immer, diese, was wir da so feiern, auch diese Statussymbole, schon ein bisschen immer so mehr belächelt. Ja. Also Andy war auch da immer sehr erhaben, er hat die nie kein bisschen über die schlecht geredet, aber er hat gesagt, also auch, ja, die waren, glaube ich, noch abgebrühter, weil ganz früh schon dann hier die aus Libanon und so kamen. Ich glaube, die hatten anderen Wind. Ja, ohne Disrespekt, jetzt vorsichtig gesagt. Aber fühlst du mich ein bisschen? Ja, ich weiß es zu machen. Genau, weil die waren schon so weltweit. Ihr habt den Kiez auseinandergenommen, deine Vorbilder. Ja, ja, genau. Und Andy, die waren halt auch... Die haben ja was auf der Karte gemacht. Ja, die haben auch das habe ich immer gesehen, halt, wenn immer die sagen, ja, dass bei euch dann auf einmal durch diese Heftigkeit kam, durch Schusswechsel, der dann Anfang 80er Jahre kam, ne? Ja, genau. Ich glaube, unsere Zuhälter sind so ein bisschen ins Game gekommen. Ja, ja, safe. Es gab auch ganz wenige deutsche Modusi, ja? Ja, Mann, die haben mich auch gekloppt und nächsten Tag wieder vertragen. Weißt du, das waren so richtige Männer. Weißt du, man, das weiß nicht, wie heute. Heute wird ja gepostet, wird kommentiert, was weiß ich was. Früher haben sie sich getroffen, haben sich in der Kneipe die Birne eingehauen und 2 Tage später haben die zusammen Bier getrunken. Weißt du, so war das dann. Aber ganz vorsichtig, war null Disrespekt, außerdem weiß ich es nicht. Ja. Nur ich höre mal zu, das sind ja so alte Leute, da halte ich selbst die Klappe. Ich war jetzt vor 2 Monaten wieder bei Andy und die sind schon so anders. Auch wenn ich jetzt auch, wie B sagt, die Dokus sehe zum Teil oder auch in Hamburg bin, das ist schon so ein anderes Mindset. Ja, auf jeden Fall, ist ganz andere Atmosphäre. Ganz andere Welt gewesen. Ja. 70er, 80er, ganz andere. Ja. Braucht man gar nicht. Ich habe ja die Zeit nicht durch, nicht miterlebt, aber wenn ich es jetzt so mitbekomme von Oldschool-Leute von mir, ich habe ja auch sowas wie so ein Ziehvater gehabt, das war der Kroko, der war ja auch vom Kiez und so, alles auch schon ein paar 60 gestorben letztes Jahr, Ruhe Frieden. Und der hat mir auch voll viel beigebracht, gezeigt und weißt du, das sind auch schon heftige Sachen, weißt du, wenn du von so Oldschool-Leute was mitbekommst, so eine Message, das ist schon krass, als wenn du jetzt von jemandem bekommst, der keine Ahnung hat vom Leben. Das weißt du? Haben ja die meisten Zuhälter, die meisten coolen Zuhälter auch, haben ja zum Beispiel auch den Familienersatz selber gesucht und auf diese Ziehväter, das ist so ein Weitergeben ein bisschen, genau. Mein Freund Benny, Grüße an ihn, er wird vielleicht auch mal irgendwann kommen bei 100% Street Talk. Ja. Der hat es auch von seinem Vater weitergegeben bekommen. Ja. Man sieht auch so, zum Beispiel, letztens habe ich was ganz Lustiges gesehen, da war Werner in so einem Interview, das ist schon alt, aber da ist so eine Junkie-Olle, die geht den richtig auf den Sack und wenigste hätten das dicke Fell. Er setzt sich um, er geht weg. Ja, ja. Und das Werner ist krass bei sowas. Ich denke mal, auch bei Zuhälter gibt es einfach solche und solche. Man muss da ganz vorsichtig sein, aber wenn man dieses Zuhälter-Bashing macht, sage ich immer, Freunde, die meisten Sklaven sind Arbeitssklaven. Ja, und das ist eigentlich
auch genau, es ist da auch. Du kannst Chef sein, Leute einstellen und mit denen gut umgehen, ja, oder genau. Schlecht, ne? Es ist oft auch. Ja, das, was die Leute halt manchmal vertauschen, die denken halt wirklich, alles war Zuhälter. Weißt du, ich mein, wie zum Beispiel Werner ist ja ein Rotlichtlegende, der ist ja Bordellbesitzer von mehreren Bordells. Genau. Und ich bin Wirtschafter, die Jungs aus Hamburg, Oldschool-Jungs, waren ja alles Zuhälter. Weißt du, es sind verschiedene Welten gewesen, weißt du, ne? So, ja. Ja, für den Außenstehenden ist es eins, kann ich auch verstehen, weil das ist ja auch das ist eine Branche, sagen wir mal mehr oder weniger. Aber es gibt halt verschiedene Bereiche. Ja, es gibt immer so Zuschauer, die halt ihren Urteil damit geben, weißt du, auf ihre Art, weißt du. Ja, aber es gibt ja auch viele negative Sachen. Safe. Man darf jetzt nicht so tun, als wenn das jetzt irgendwie, weißt du, der sauberste Bereich ist, nein, der Wirtschaft. Auf gar keinen Fall, so auf gar keinen Fall. 100%, das ist 100%, gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber wie gesagt, alle. Das ist der älteste Gewerbe der Welt. Ja. So ist das auch. Aber erzähl mal ein paar so von den Schattenseiten mal. Von den Schattenseiten? Ja, ja, halt so als Wirtschaftler, wenn du da gearbeitet hast, hast du auch viel miterlebt. Weißt du, meine, was die Frauen alles durchmachen müssen oder was die Psychopathen wirklich dahin kommen und was das ist, was. Man muss halt dafür sorgen, wirklich manchmal riskierst du auch dein Leben für die Frauen, weil du bist als du arbeitest allein als Security, als Wirtschafter, nachts um 3 Uhr und dann kommt irgend so ein vollgekokster Assi, besoffen und versucht seinen Stress rauszulassen von zu Hause. Dann kriegen es manchmal die Frauen ab, dann versuchst du halt die Sache richtig ekelhaft zu schlichten, weißt du, meine? Ah, er mich gerade angeguckt, war vollgekokster Assi. Nein, Spaß. Ja, ich wollte auch sagen, bei vielen Zuhältern ist auch die eine Verbindung zu dem Ort, wo sie es herhaben und gehen auch immer damit anders um. Das habe ich Hamburg gesehen ein bisschen. Ja. Das sehe ich bei euch ganz krass, wenn ich bei Max im Laden bin. Ja. Und auch, das ist kein Rotlichtladen. Du weißt, ich meine, die verbessern den Kiez und sind dann eher safe, so wie safe. So ein bisschen macht der Max auf jeden Fall. Genau, die bringen halt auch was Gutes ein, ne? Richtig, genau. 100%. Das machen die auch. Der Max ist auch wirklich gerade einer, der sich böse einsetzt, was es gerade betrifft. Ja. Auch dieses Negative, was sich gerade da auf die Straßen rumtreibt und so. Das sind ja auch Menschen, die die Frauen ein bisschen schaden wollen und so, weißt du, meine? Ja. Und wir gehen jetzt gerade auch ein bisschen da voran, weil wir versuchen da ein bisschen sauber zu machen. Polizei steht auch da hinter uns und so, versuchen uns auch ein bisschen damit zu helfen, weil jedes Wochenende eskaliert es da, wenn Handys geklaut, junge Mädels, die feiern gehen wollen, werden da abgefangen, weißt du, meine? Und das ist halt ein Job für uns als Wirtschafter oder als Street-Jungs, die da unterwegs sind, egal wo du herkommst, ob du jetzt Reichweite hast oder nicht, hilfsbereit musst du bei so einer Sache immer sein, weißt du, meine? Vor allem im Kiez, weißt du, meine? Aber kann man dieses Chaos kontrollieren? Geht das noch bei euch? Ja, also ist gerade ein bisschen schwer, weil es jetzt ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Weißt du, wir hatten jetzt schon mehr, wirklich die letzten paar Wochen hatten wir wirklich mehrere Fälle, wirklich, wo halt wirklich Anwaltskinder feiern gehen wollen und Taschendiebe da um die Ecke stehen und daher versuchen. Aber wir versuchen es immer zu verhindern, weißt du? Der Max hat auch wirklich auch krasse Leute da aufgestellt, die da wirklich Adleraugen haben und so. Also da ist ja wirklich Secret und so. Ich habe auch das Gefühl, als wenn Max das nicht aus Imagegründen macht, sondern der ist wirklich so, wie er sich auch gibt. Der macht das wirklich mit Herz. Das habe ich schon krass. Ist einfach ein guter Mann insgesamt. Ja, ja. Da kann man nichts sagen. 100%. Auch bei Max, das weiß ich nicht so, aber auch gerade Leute, die Scheiße früher gemacht haben und an den Ort bleiben, ich rede von mir selber, probieren dann auch wieder so zurückzugeben und das, was sie früher genutzt haben, um Scheiße zu machen, um es wiederzugeben. Man will die jungen Leute schützen. Ganz wichtig, glaube B sagt es, oder Twin, Kinder sollen sich nicht müssen sich aussuchen, was sie werden können. Die sollen nicht als Kinder schon so oft mit Bildern konfrontiert werden, dass die schon was reingedrängt werden. Richtig, genau. Ich fand bei euch ganz interessant, ihr habt es in der Öffentlichkeit gemacht, das will ich nicht ansprechen. Natürlich, Max arbeitet ja auch sogar mit der Polizei zusammen. Also, ihnen sind da alle Mittel im Recht halt, um eine Ordnung reinzubekommen. Der hat dort einen Laden, der muss sauber gehalten werden, alles drum und dran. Weißt du, das ist ja bei jedem Geschäftsmann so. Weißt du, und vor allem auch so, der ist im Kiez aufgewachsen, hat im Rotlichtviertel, das ist ja klasse, denn zu Hause. Zweite Generation. Das ist aber schon so ein bisschen... Kommt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch vor, weil ihr seid halt Straße. Okay, Max ist ein bisschen anders, aber du bist ja wirklich ziemlich kriminell gewesen. Du hast oft gesessen, du hast viele verschiedene Delikte hinter dir und bla und blub und dies und das. Und dann sieht man jemanden, der aber versucht, so Werte zu vermitteln. Und auf der anderen Seite sagt, ja, die Polizei, mit denen arbeiten wir zusammen und so weiter. Eigentlich hat man immer das Gefühl, Gangster und Polizist muss sich ja hassen. So, ne? Ja, gut, ich meine, im Koran steht nicht, dass du mit der Polizei nicht reden darfst, weißt du, meine? Ich habe nur Jesus ermordet. Ich meine, okay, gut, natürlich, Verrat ist bei mir an der ersten Stelle Tabu. Ich habe mir ja sowieso hier, bei mir steht nicht umsonst Omerta, weißt du, meine? Aber trotzdem, irgendwo gibt es auch Menschen wie die Polizei, die bei gewissen Sachen helfen muss, weißt du? Und das ist Sauberkeit. Fertig. Ich muss jetzt nicht mit dem Best Friend sein oder so. Jeder macht sein Ding. Ich mache mein Ding. Aber ich habe meine Vergangenheit, weil ich habe auch viel Blut geleckt und hin und her. Aber man kommt irgendwann mal in einem Alter, das ist nicht bei jedem Person Menschen so, man kommt irgendwann mal in einem Alter, wo man sich denkt, ey,
dieses Reichtum, dieses ganze Fame, nehme ich sowieso nicht ins Grab. Das Einzige, was ich mit dem Grab nehme, sind meine guten Taten. Und das sind die Message, die ich da mitgebe. Hilfsbereit sein, versuchen halt was zu machen, wo die Menschen wirklich auch später über dich reden können und sagen, ey, der war eine gute Person, der hat wirklich hier mitgeholfen, der hat dafür gesorgt, dass es sauber ist. Oder wenn eine Ex-Prostituierte mich sieht und sagt, ey, durch deine Message bin ich aus dem Kiez rausgekommen. Solche Sachen, weißt du, das ist unsere Sachen. Weißt du, Bombeneinstellung. Ich finde auch toll, dass B's anspricht. Ja. Ich habe das noch nie gesehen, dass Leute wie wir so eine Props geben. Ich habe es über euren Typ gesehen. Ja. Fand ich auch voll gut und interessant. Danke. Ich kenne das selber. Es hat sehr viel mit Reife zu tun. Natürlich, Alter. Ich war ja immer noch so, dann als ganz junger habe ich Scheiße gemacht, wurde verhaftet, bin zurück im Kraftraum gekommen. Ja. Da haben die Bullen uns nicht mal gegrüßt. So mit 13 nächste Woche grüßen die nicht. Ich weiß. Und jetzt mittlerweile sage ich halt einfach so, ob ich beim Sportverein bin oder in einer Moschee oder vielleicht auch irgendwo, da kann man auch so ein Mittelmaß finden, man grüßt sich und richtig, genau. Nee, man muss, wie gesagt, man darf, das ist ja unser Zuhause, wir leben hier, weißt du, meine? Ja. Und du willst ja auch immer, dass es bei dir zu Hause sauber ist. Und deswegen sind wir auch gerade so mit der Einstellung, weißt du, dass wir halt in Sauberkeit leben. Und das kriegst du nur hin, indem du ein bisschen Konflikte klärst, Sauberkeit sorgst und so, das ist unser Ding. Das, wir fördern auch viele Jugendlichen, weißt du, das ist auch wichtig, weißt du, wir sind jetzt nicht diese Art von Person, jetzt ich jetzt als nebenbei Rapper, dass ich jetzt sage, ey, mit Bullen zu reden ist tabu, verkauf lieber Kilos, Digga, ich hab das schon alles durchgespielt, Bruder, weißt du, ich weiß schon, was es hinterher ist, weißt du, ich glaube nicht, dass jemand 300 Gerichtstage hinter sich haben will oder Sicherheitsstufe 1 sitzen will mit 8 verschiedenen Gefängnissen, das ist keine Message, weißt du, meine? Und ich glaube nicht, dass auch jemand, Mensch ist Mensch, keiner macht so eine ekelhafte Zeit durch mit so einer ekelhaften Message, weißt du? Du hast auf jeden Fall die richtige Message, Bruder, das 100%, aber das Ding ist halt, du hast diese ganzen Sachen aber dann trotzdem schon irgendwie auf deiner Biografie abgehakt. Das ist immer das Krasse, weil wenn, dann kommst du immer und sagst, ey, bitte sei nicht so wie ich, aber du hast leider das alles schon hinter dir. Das ist immer ein bisschen komisch, aber ich finde es trotzdem gut, 100%. Wenn Leute aus dieser Erfahrung sagen, guck mal, ich erzähle dir meine Geschichte, jetzt hast du wenigstens als Jungspund, der crazy ist in der Birne, hast du wenigstens die Möglichkeit, mal diese Geschichte gehört zu haben. Vielleicht hilft das dir in deiner Entscheidung. Richtig, aber guck mal, ich sag jetzt mal so, ich würde lieber jemandem zuhören, der was Ekelhaftes erlebt hat und wirklich mir so gute Message mitgeben wird, als jemand, irgend so eine Bewährungshelferin, die lebenlang nur zu Hause Kamillentee getrunken hat, von ihren Eltern, Anwaltsangestellten und was weiß ich was. Ich kann ihre Message nicht ernst nehmen, weißt du, meine? Richtig. Ich kann lieber von jemandem Message ernst nehmen, wo ich weiß, ey, der Bro war wirklich Hustler unterwegs, hat ekelhafte Sachen hinter sich. Er weiß, wovon er redet. Der ich gibt weiß, noch die Message wirklich auf Real Talk mit. Und nicht jemanden, der irgendwie so aus dem Amt kommt und sagt zu mir, ey, wenn du dich nicht benimmst, kommst du in den Knast. Ich war im Knast und weiter, weißt du, meine? Ja. Deine Message hat mir nicht weitergeholfen. Lieber brauchst du eine brachiale Message von jemandem, der real ist, von jemandem, der wirklich auch mit mir mich an der Hand greift und sagt, ey Bro, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Komm, ich geh zu meinem Anwalt, der redet mit dir. Ich hab abgekackt im Knast, ich hab ekelhaftes Essen dort gegessen. Wir leben, weißt du, wir sind keine Roboter, wo wir am Ende wieder aufgeladen werden mit so einem Akkugerät, sondern wir sind Menschen, wir bluten, wir trinken, wir essen, weißt du, wir leiden alle gleich. 100%. Hast du gut gesagt. Aber wann war dein erster längerer Aufenthalt? Der war mit 19. Wie lange? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Erzähl mal so, was war das Beschissenste, was du da mitgenommen hast aus der ganzen Nummer für dich? Gar nichts. Das war meine Jugendzeit. Das war für mich wie so ein Jugendherberge. Die letzte Inhaftung, die war vor 2 Jahren. Das war die ekelhafte Zeit, die ich überhaupt mein Leben durchgemacht habe. Danach habe ich gesagt, Digga, ich schwöre dir, ich fahre nur nicht mal schwarz, nichts mehr. Das war's. Wenn du mit 19 da warst, ne, war es eine Jugendstrafe. Jugendstrafe. Das war alles Jugend. Das ist ja schon ganz schön viel, 3 Jahre hintereinander bei Jugendstrafe. Ja. Ich hatte einen Monat, ich will nicht wissen, was du gemacht hast. Ja, das war ja auch, da gibt es noch diese Jugendstrafe, das bei uns ist Gelnhausen, da sitzt du nur so Sommerferien, 4 Wochen oder was weiß ich was. Dann gibt es halt wieder diese Jugendstrafen ab 20 oder 21 oder je nachdem. Dann sitzt du in Wiesbaden oder woanders, weißt du. Also du hast ja schon erzählt, du bist wegen räuberischer Erpressung bist du eingewandert, ne? Ja. Das war diese Nummer. Das war am Anfang. Das hatte den Zusammenhang mit Schutzgelderpressung. Richtig, ja. Ja. Da bist du aber sehr, sehr jung dann in diese Sache reingekommen. Ja. Eigentlich normalerweise, wenn du mich fragst, unwahrscheinlich, bitte korrigier mich gleich, dass man von alleine in sowas reingerät. Wer hat dich da reingezogen? Es sind meistens die Älteren. Ja, natürlich. Ja. Wir haben in Offenbach auch viele Legenden gehabt, weißt du, die du bewundert hast, die auch wirklich Motherfucker waren. Die sind da vorbeigefahren mit einem SL500, mit MAE-Felgen und 1,5 Kilo Goldketten,
Pitbull als Beifahrer mit so einer riesen Leine. Dann hast du wirklich gesagt, Alter, Digga, der lebt besser wie Tupac Shakur. Weißt du, ich meine, ich will auch so sein wie der, Digga. Ich sitze hier gerade und esse gerade diese Fünfer Kaugummis und der sitzt gerade da und trinkt gerade da was weiß ich was. Weißt du, meine? Und 15 Blondinen um den herum. Dann normal willst du dieses Leben führen, weißt du? Aber bist du dann gegangen und hast gesagt, pass auf, ich will auch... Nein, dann hast du eigentlich, als Jugendlicher hast du dann angefangen selber deinen Sport zu machen, trainiert, dann bist du halt, hast dich in diese Fitnessstudios angemeldet, wo wirklich nur so richtig ekelhafte Leute unterwegs waren. Weißt du? War ich auch. Onkel Sam Klamotten, Platinumhosen, dann hast du wirklich da nur richtige Kanten gesehen und wolltest da mittrainieren. Und irgendwann gab es natürlich jemanden, der sich da, der dir da unter die Arme gegriffen hat. Und hat gesagt, komm her, mein Junge, ich kümmere mich ein bisschen um dich. Ah. Hier ist die erste Testo, bam, die trainiert. Da haben sie mich Gott sei Dank immer gewarnt, no dope, no hope. Ja. Aber ich bin auch immer mit 17 rumgekruzt mit Kalle und hatte mal Angst, dass sein Pitbull mich beißt. Ich habe eine Frage die ganze Zeit, wenn es dir zu privat natürlich, ist, müssen natürlich. Wir das nicht beantworten. Wie waren denn deine Eltern? Weil bei Marokkanern kenne ich sehr, sehr meine Freunde, die Marokkaner sind, sehr streng aus dem Islamisch geprägt und 100%. Da kriegst du keinen Daumen hoch für Rasseln. Nein, meine Eltern, ich habe sehr strenge Eltern, die haben mich sehr gut erzogen und so, aber wie gesagt, wenn du draußen unterwegs bist als Jugendlicher, dann schaltet dein Gehirn auf Offline, weißt du, meine? Die haben ja dann alles auch mitbekommen bei dir, wa? Ja. Spätestens ab Knast war das dann der Klatsch, dass sie es mitbekommen haben? Oder ja, böse Enttäuschung und hin und her. Natürlich, Mutter leidet, wenn deine Mutter leidet, ist halt, das brennt dich innerlich auseinander, weißt du, meine? Und das waren halt die Freunde. Ich war ja in eine so schwer erziehbare Schule, weil ich mich ja nie richtig benommen habe durch meine Freundschaftskreise, junge Freundschaftskreise. Dann gab es viele Freunde von mir, die aus Kriegsgebiete gekommen sind und das waren alles Motherfucker, weißt du? Die haben so eine scheiß geile Einstellung gehabt, weil ich gesagt habe, wir sind nicht freiwillig hier, wir mussten hierher kommen, wir machen, was wir wollen. Dann bist du halt wie so ein Rudel mitgegangen, weißt du, meine? Und hast auch mit denen Mist gebaut, hast da was gemacht, dich da mit denen geschlagen und dann hat sich ein bisschen die Sache gestaut, bis dann der erste Gerichtstermin kam und danach hast du gesagt, okay, jetzt habe ich eine Arschkarte gezogen. Dann war für dich auch immer so eine Riesenüberwindung mit Gewalt, war, wenn es nicht vom Elternhaus kam, da mitzuhalten. Bei mir war auch, neben der Reihenhaussiedlung waren die Jungs, die vom Asylantenheim kamen, später Freunde, aber was so Boxereien anging und so, waren die immer stabiler. Das meine ich ja. Ich sag immer den Witz hier, wenn du dich in der 6. Klasse mit Russlanddeutschen geprügelt hast, hast du immer verloren, weil die waren 5 Jahre älter. 100%. Und wenn ich jetzt vieles zurückspielen könnte, dann hätte ich gesagt, ey, dann hätte ich lieber 5 Siedlungen weiter abgekackt, da mit einem Matthias oder mit einem Stefan abgehongen, wo die Eltern da Gitarristen oder Klavier, weißt du, meine? Da wärst du King. Dann hätte ich angefangen, keine Ahnung, irgendwelche Praktikum bei irgendwelchen Apotheken zu machen oder dann wäre ich ein bisschen anders unterwegs gewesen, aber ich bin Offenbach-Wallstraße, AOK-Gegend heißt meine Gegend, da war halt ein bisschen die Gegend asozial, Dealerei, Dings da, Autosversammlung, das war halt ein bisschen so, das war wie so Miami, weißt du, meine? So. Eine Menge Apotheker auch, wa? Ja, auf jeden Fall, so viele waren das. Ist das heute auch so? Nein, komplett anders. Komplett anders. Also das ist wie so eine Luftblase, Bock weg. Das ist krass, das ist in ganz Deutschland so, dass es nicht mehr so ist. Weil das, was du erklärst gerade, war ja genau, was wir vor der Haustür gehabt haben. Ja, die Hamburger können sich damit identifizieren, die Leute aus dem Robot können sich teilweise damit identifizieren, aber es ist nirgendwo mehr. Das ist auch nicht mehr wie früher. Guck mal, ich habe vor langer Zeit, habe ich mal mit einem Polizeibeamten geredet, der schon aus dem Amt draußen ist. Ja. Der so, ey, die Zeit von damals war irgendwie voll geil, sagt er zu mir. Ich sag, warum? Der sagt, ey, wir hatten ein bisschen Beschäftigung und man konnte auch mit euch ein bisschen kommunizieren, wenn ihr Scheiße gebaut habt. Weißt du, haben wir Ohrchen kassiert von Kribbelbeamten. Damals gab es den Bergefeld und den Beetz, die waren in Offenbach bekannt. Wenn die aufgetaucht sind, wenn du die gesehen hast von Weitem, du bist direkt weggegangen. Alter. Du hast gesagt, Alter, der kassierte 100%. Der ist gekommen, hat dir eine Schelle gegeben und hat gesagt, was suchst du hier? Verpiss dich. Weil er wusste ganz genau, okay, da drüben stehen ein paar Dealer. Er hat bestimmt auch was gehabt. Und wir haben manchmal diese kurze Dealerzeit gab, wenn du für 10 Euro eine Nougat-Ecke gekauft hast, hast du dann für 20 Euro verkauft, hast dann für 20 Euro gekauft, dann für 30 Euro verkauft. Weißt du, meine, die wollten einfach alle, mit jedem wollten wir mitgehen mit der Zeit, weißt du. Und dann kamen die, dann haben uns erzogen, alle. Und heute sind wir denen auch dankbar, dass sie da waren, weißt du. Weil du weißt ja nie, hätten wir die nie so gehabt als Abis, die sich da erziehen, weißt du, es war immer so wie Katz und Maus zwischen uns und denen, weißt du? Sehr interessant. Dann wären wir vielleicht heute verjunkt oder keine Ahnung was gewesen, weißt du? Mega interessant. Wie war das denn mit dieser Verjunkung so quasi? Gab es diese Probleme bei euch stark? Ja, Mann, es war krass. Ich habe auch viele Freunde von mir verloren, halt, die halt wirklich angefangen haben, zu viel zu feiern und was weiß ich was und haben da wirklich den Faden verloren, dann sind die komplett rausgerutscht. Manchmal sehe ich Freunde von mir, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe. Ich bin im Viertel, komme runter im Sommer mit Unterhemd, voll tätowiert, dann sehe ich einen Freund von mir und läuft einfach an mir vorbei mit einer Crackpfeife, wo ich mir denke, Digga, Alter, du warst früher mein Vorbild, Alter. Ja. Weißt du, man, du hast früher die hübscheste Frau an der Seite gehabt, was passiert? Weißt du, man, dieses Feierei, dieses Glamour, dieses Rausch, dieses Befriedigung,
weißt du, irgendwann kickt es nicht mehr, dann gehst du auf Step 2. Und was ist Step 2? Das ist die schlimmste Droge, Digga. Weißt du, meine? Speziell bei euch gab es diese Crack-Sache, die ist ja bei uns nie die richtig. Immer noch, ja, Mann. Hier ist alles Age gewesen, also Kotti und Hermannstraße, Heroin-Hochburg von Berlin. Hart. Aber dieses Crack-Ding ist euer Ding. Ja, das ist wirklich krass. Crack-Ding ist bei mir. Aber vor allem, Digga, ich habe ja wirklich jahrelang habe ich dort als Wirtschafter gearbeitet. Das waren jetzt nicht nur Junkies oder Konsumenten, ja, harte Konsumenten, die das konsumiert haben, sondern da waren auch Geschäftsleute, Digga, mit Traktentaschen. Ich schwöre, manchmal stand ich so morgens da vom Eingang und hab da so ab und zu da mit ein paar Obdachlosen geredet, weil ich habe mich sehr viel für Obdachlose dort eingesetzt, weißt du? Das hat mich auch ein bisschen bekannt gemacht bei den Medien. Dass ich so ein paar wirklich, die, wo ich wirklich gemerkt habe, ey, die wollen das wirklich nicht mehr, weißt du, aber die können nicht mehr da raus. Dann habe ich angefangen, die zu essen zu nehmen oder habe den Hotel gebucht. Ich habe drauf geschissen, weißt du, ich wollte halt meine gute Taten, meine Sünden von damals, wollte ich umstellen in gute Taten. Dann habe ich gesagt, ey, ich mache was Gutes, weißt du, dann hast du wirklich gesehen, alle, da waren wirklich so perversen Crackraucher, die waren oben, haben da in Banken gesessen. Und geben so einen Scheißdings, was geht hier ab? Alter? Da ist gleich die nächste Frage, ist keine Fragemodus, jetzt wurde mir oft schon gesagt, ob du das mir bestätigst. Ich kenne ja das Klientel im Bahnhofsviertel, ne? Ja. Da trifft ja alles, ich sag da immer ohne Ironie, ich steck da ungern einen weg, weil wenn ich die erste Kindernutte, darf man mal auf die Tacheles reden, sehe, ist da unten die Laune. Safe. Und mir haben ganz viele auch Türsteher gesagt und dass auch dieses Klientel sehr gemixt ist, weil auch viele von den Bankern sind diese perversen Dudes, die sich gerne diese kleinen Weiber holen halt oft, dass da alles aufeinander trifft. Ne? Also auch gerade, dass dann die Banker wiederum die Situation da ausnutzen und billig die Strichnote holen, oder? Kannst ja, du bestätigen, ja, ja, natürlich. Oder? Natürlich. Ist jetzt nicht mal so aktiv wie früher, aber da gab es mal so eine Zeit, da waren wirklich nicht nur Banker, da waren auch wirklich so normale Leute mit dicken Autos sind gekommen, haben sich dann einen Junkie da mitgenommen und so, aber das ist nicht mehr so. Die haben wir auch damals weggejagt, weißt du, die haben sich dann irgendwann mal Paranoia bekommen, dann sind die auch irgendwann nicht mehr gekommen. Es dauert halt Jahre, bis sowas beseitigt wird, weißt du, meine? Was weißt du mit damals? Damals vor 8, 9 Jahren. Also ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja, geht. Okay. Ja. Der Strich hier von Bahnhof Zoo zum Beispiel, der war ja auch sehr berühmt. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Die Kinder vom Bahnhof Zoo, es gibt da einen Film. Christiane F. Ja. Ich kenne den Film, ja. In den 80er Jahren war das wirklich... Gibt es noch diesen Strich bei euch? Nein, nee, also der Bahnhof Zoo, dass du da Kinder jetzt mit einsammeln kannst und so weiter, das ist Vergangenheit. Aha. Aber es gibt immer noch ein paar Ecken, vor allem Kurfürstenstraße und so weiter, das ist ziemlich eklig. Also da musst du dann auch... Wenn die Heroin-Nutten, weißt du, wenn die da ihren Jeeper bekommen und der Freier hat gefragt, kann ich ohne Gummi? Mhm. Sie sagt erstmal nein. Dreh mal 30 Minuten im Kreis, frag mal dreimal. Nach 30 Minuten braucht sie ein bisschen mehr ihren Schuss. Dann sagt sie ja. Das ist so das Ekelhafte da in dieser Ecke. Ja, ist ekelhaft. Aber bei uns, die Striche haben ein bisschen nachgelassen. Die sind nicht mal so wie früher. Also früher gab es bei uns bei der Messe, gab es dort einen Strich. Und dann gab es halt im Viertel. Jetzt mittlerweile sind sie ein bisschen verstreut im Viertel, im Rotlichtviertel. Ja. Nicht mehr so extrem, aber schon immer noch welche unterwegs auf jeden Fall. Aber du musst ja gut Geld gemacht haben, damit du dir auch, sage ich mal, erlauben kannst, gute Taten so zu vollbringen. Man kann nicht, wenn man selber broke ist, sagen, ey, guck mal, Obdachlose möchte ich gerne ein bisschen unterstützen oder buch dir ein Hotel, gib dir Essen aus und so weiter. Was waren deine Bestzeiten in dem Augenblick? Kannst du sagen, wann du am besten verdient hast? Wie viel ungefähr war das? Boah. Ich habe mit 21 eine G-Klasse gefahren. Ne? Aber das war schon Milieu, ja? Ja, so halb-halb. 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 Okay. Also aus dem Milieu-Lifestyle, wann war deine beste Phase? Kannst du dich erinnern? Meine beste Phase war mit 24, Digga. 24. Hatte ich mein eigenes Haus, habe ich mir eine Villa gemietet, 4 Autos gehabt. Ja. Dann war ich halt viel unterwegs in Mabea mit einem sehr guten Freund von mir, der jetzt dort mittlerweile lebt. Bist du danach nochmal eingefahren? Nein. Ach. Nein. Du bist nicht, doch, du bist doch eingefahren. Danach meine ich, nach der Epoche. Also ja, achso, danach bin ich eingefahren. Da hat er es richtig verstanden. Ich fragte, weil ja. Danach habe ich nochmal, danach hat mich diese Vergangenheit aufgeholt, das Karma. Wie? Ja, weil ich, Digga, da habe ich richtig auf die Kacke gehauen. Alter. Da war mir alles scheißegal, Gas gegeben, Urlauben, das, Autos ohne Ende, Geld verprasselt, Schmuck gekauft, das. Und irgendwann haben die Tür gesprengt und haben die mich geholt, Alter. Ja. Aber hattest du mal auch andere, sag ich mal, Dämonen in deinem Leben, außer dieser Gefahr von der Justiz? Drogenkonsum, Alkohol, Abstürzen? Nein. Natürlich hast du mal so gesoffen oder so, alles aber gar nichts. Du hast mal ab und zu was ausprobiert oder so, aber ich war nie so der Fan davon. Ja, du bist Sportler, kann man sagen. Ja, ja, ich bin 100% Sportler bei dir. 100%. Sehr, sehr gut. Ja, aber dann, jetzt wie gerade, wo er gefragt hat, man weiß ja, du bist ja vor kurzem eingefahren. Aha. Ja, sehr lustige Geschichte. Ja, Mann, ich weiß sie noch nicht, ich würde die gerne wissen. Ich wollte nur sagen, dass ganz viele alle Zuhälter, die ich kenne, die noch ein Leben haben und nicht
möchte jetzt die nicht shame oder so, aber nicht hart drogensüchtig sind, haben sich mit Sport engagiert und zu 99,9 Kampf- oder Kraftsport. Ja, ist so. Der Marek bei uns, der geht immer noch mit Gürtel oder irgendwas mit Magen hat, über 70 und die trainieren alle. Ich glaube, kein Beruf ist so verankert mit dem Kraft- und Kampfsport wie das Rotlicht. Ne? Das war so, wenn ich jetzt als Wirtschafter ins Fitnessstudio gegangen bin damals, und da waren ein paar südamerikanische Zuhälter, weißt du, die so Latinas hatten und so, das waren alles so richtige Monster, da hast du auch gesagt, Alter, das ist die Standard. Die stehen morgens auf, gehen ins Training, gehen ins Solarium, gehen ins Friseur und warten auf ihr Geld. Das ist das, was du gesagt hast. Das war auch wirklich eine Sache, die bezeichnet ist dafür. Du meintest, Optik ist alles. Ja. Ja, das kam immer, es war immer sehr wichtig, wie man rüberkommt. Optik in der Szene, war bei uns als Wirtschafter wichtig und auch für die Luden war das auch wichtig. Genau. Ja. Ihr habt Eindruck auch schinden müssen, ne, einen Status quasi. Natürlich, so einen Status gehabt und so, genau. Das sind halt die Sachen. Aber jetzt, und die Frauen sahen auch nicht ohne aus, sie sahen auch brutal aus. Weißt du, wenn du da jetzt vor 20 Jahren die Frauen gesehen hast, die da im Kiez rumgelaufen sind, das waren alles brutale Alten, weißt du, ja, die sagen ja auch, dass viele deutsche Prostituierte zum Beispiel damals die auch gut Geld gemacht haben. Ich war voll Fan von denen, Alter, ohne Spaß, Alter. Wie die ausgestiegen sind manchmal und haben manchmal auch dicke Autos gefahren, weißt du, so. Es wurde durch dieses Osteuropäische ein bisschen abgelöst, durch die, sag ich mal, billig. Ja, die haben die Preise halt ein bisschen auseinandergerobbt, ja. Das habe ich halt als Wirtschaft auch viel gemerkt damals, weißt du, wo es so angefangen hat. Man sagt so, damals war Taxi und dann wurde Uber. Ja, du sagst es dann. Noch vor Kampfsport war der Bodybuilding so da, was die alle gemacht haben. Auch war früher eine ganz kleine Gruppe. Alle dachten, man ist behindert bei den dicken Armen. Aber was ich mal gesehen habe, in Amerika, hier wird es auch viel gegeben haben, die waren wirklich, gab es zwei Arten. Es gab diese Pimps-Bodybuilder, die in der Flex waren. Aha. Und welche, wo man im Nachhinein sagt, die wurden gepimpt. Also sprich, die waren Escort-Jungs. Das hat mich so geschockt damals. Warte, guck mal. Safe. Amerika kenne ich mich gut aus. In Amerika, die Pimp-Kultur ist eine Westküstenkultur. Okay. Mhm. New York und so weiter hatte keine Pimp-Kultur. Genau. Zum Beispiel. Nee, genau. Das war so, vor allem war es Oakland, bisschen Los Angeles und Umgebung, aber Kalifornien. Das waren so diese bunt angezogenen, die hatten so ihre Stöcke und ihre Pelzmantel, glatt gebügelte Haare und so weiter. Ja. Das ist alles California Pimp Culture. Ja, ich habe genau. Snoop gesehen, da hat ja ein bisschen kopiert. Da hat vollkommen recht. Und wie heißen die noch? Bischof Don und so, oder? Wie heißen die alle? Don Juan. Genau. Aber was ich halt meinte ist, gehen ein bisschen später, aber auch nach Kalifornien, so 80er Jahre, als der Stoff kam, so die Generation nach Arnold. Miami und so. Genau. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Hobby oder erfolgreichen. Ich meine, die Top 20. Und uns hat das jemand gesagt, das war auch ein Polizist, der einzige coole Bulle, den ich kennengelernt habe, der hat dann irgendwann nicht mehr gearbeitet, hat uns das gesteckt und im Nachhinein kam ganz viel raus. Also, dass die halt, um sich den Stoff zu leisten und alleine nicht zu arbeiten, in der Ruhephase, dass die halt meistens vom Milieu kamen, aber auch viele durch ihres attraktives Aussehen und auch bei Schwulen, glaube ich, ganz weit vorne manchmal, dass die halt so wie Escort waren, manche natürlich mehr. Ja, ist so. Ist so. Du bist eingefahren. Ich habe mir die ganze Story reingezogen. Ja. Also vor allem bei dem, wie heißt der, Besuchs... es gibt diesen Kanal, der ganz blau ist. Black Panther? 26 Minuten. Genau das. Ah. Ja, ja. Dieses Ding da. Genau. Also, ey, Bruder, das war eins der witzigsten Sachen, die ich in letzter Zeit überhaupt gesehen habe. Bitte, ich will es wissen. Das warte ich mal nochmal. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, erzähl mal. Auf jeden Fall, das war so, zu dieser Zeit war ich wirklich voll ruhig. Ich habe mein Ding gemacht, hin und her. Meine Musik habe ich halt gemacht. Ich war wirklich so ein bisschen von der Crime-Leben, war ich komplett distanziert. Ich habe angefangen nur noch mit Musik zu arbeiten, habe jeden Monat was gedroppt und so alles. Studio viel gearbeitet. Ganz kurz, ich unterbreche dich jetzt ungern, aber können wir vielleicht noch ein paar Sekunden zurückgehen in der Timeline? Ja, weil, was Lustiges. Nein, weil so die Vorbereitung für die Leute, weil es gab vor 7 Jahren einen Spiegel-TV-Bericht. Richtig, genau. Durch dieses Ding bist du geplatzt. Nee, die Leute haben dich kennengelernt. Allererstes war das Albumcover von Haftbefehl. Ah, was war da? Ich bin auf dem Albumcover drauf mit meinem Gesicht. Ich, Haft und Ivan. Ach, guck mal. Aslak Stereotyp. Ich mag eigentlich Haftbefehl gerne, deswegen kenne ich viele Alben. Helft mir mal. Aslak Stereotyp. Ist der da Steak zusammen? Nein, das war Block Platin, oder wie das heißt, glaube ich. Oh, das weiß ich nicht. Aber egal, du warst auf dem Cover drauf. Auf jeden Fall auf dem Cover von Haftbefehl. Das war so das erste Ding, wo jeder gesagt hat, Mo, ist aufs Albumcover? Dann wurde ich halt ein bisschen Dings da. Ja. Dann hat mich Haft mitgenommen auf Tour. Ja. Weil ich ja angefangen habe, so, ey, ich will rappen, bla bla. Da hat er gesagt, ey, komm mit mir auf Tour. Dann hat er mich mitgenommen auf Tour. Dann habe ich nur einen Song gehabt, Digga. Ich schwöre, die einen Song habe ich gehabt, den habe ich in einem Hochhaus aufgenommen. Das war von JC, so ein Instrumentalding.
Dann habe ich einen Writer geholt, weil ich kann ja nicht schreiben. Dann hat er mir 16 Bars geschrieben, habe ich mit einem Song aufgetreten, mit der ganzen Deutschland-Tour. Kann man den hören, Mo? Ich weiß nicht, ob er noch im YouTube ist, Bro, alle. Auf jeden Fall. Ja, da hast du einfach Haus und Maus gerappt, aber halt, ich bin Marokkaner, hab Stangen in der Tasche. Weißt du, man hast du halt einfach da auseinandergenommen. Und da war zu der Zeit Cello Abdi, ich und Haft, wir waren dann auf Tour, Deutschland-Tour. Das war die Anfangszeit von Cello und Abdi und so. Und danach bin ich von dort aus, habe ich dann so einen Cut gemacht, danach irgendwann mal so nach einem Jahr oder so, dann habe ich im Rotlicht intensiv gearbeitet. Aha. Richtig intensiv. Und dann vom Rotlicht habe ich dann so, kam irgendwann mal Spiegel TV, hat man mit angeklopft, 2-3 Mal. Ich sag, nee, mach ich nicht, nee, mach ich nicht. Ey, wir drehen so, ich sag, ey, wenn ihr mit mir dreht, dann bitte auf Real. Nicht diese Filme, so gestellte Sachen, bla bla, feier ich nicht. Haben die gesagt, okay, machen wir, dann haben die mit mir gedreht. Dann ging das Ding irgendwann mal online. Wie lange haben die gedreht? Boah, ich glaube, ein paar Monate war das, 3 Monate oder so. Ein paar Monate? Ja, Mann, Digga. Ich habe das jetzt gestern noch mal Onkel geschickt und ich hatte nicht so registriert, dass du das bist. Ja. Es war doch ein Tag nur, oder? Nein, das sieht nur aus wie ein Tag. Es ist nur ein Fake-Tag. Ja, es ist ein Fake-Tag. Es ist ein Fake-Tag. Ah. Da waren der locker 3,5 Monate bei mir. Der ist mir schon auf den Sack gegangen, Digga. Ja, auch wieder, aber. Und dann ging das halt so durch die Decke. Halt so. Die Leute haben es gefeiert. Und so, ja, krass, spiegelt so Wirtschaft. Weil so eine Doku, glaube ich, noch nie. Ja. So hinter die Kulissen bei einem Puff und so alles. Und dann kamen andere Sender, ob es jetzt Sat.1 Frühstücksfernsehen war oder ProSieben TAF, die kamen halt dann um die Ecke. Dann habe ich parallel Bock gehabt, immer Musik zu machen, war ich ja ab und zu bei Jungs von mir im Studio, weil ich liebe so Musikstudios und so. Dann habe ich einen Song aufgenommen. Dann saß ich bei mir im Büro und habe den Kameramann angerufen und gesagt, ey Bro, lass mal so einen Song drehen. Ich habe einen Song aufgenommen, ich will ihn jetzt drehen. Dann haben wir den gedreht, habe ich ihn online gestellt. Ich kannte mich damit gar nicht aus mit YouTube und so. Alles. Ich habe Leute gehabt, die es für mich hochgeladen haben und so, weißt du. Dann habe ich ihn hochgeladen und irgendwann nach ein paar Monaten habe ich Instagram runtergeladen und habe mich dann registriert und so. Ich wusste ja nicht, wie sowas geht. Habe nur so Stories gemacht, von wie ich gerade esse oder habe dann irgendwie so eine Wand gefilmt, weil da so eine Schraube schief war. So sorry, ich habe es gepostet. Dann habe ich Leute angefangen zu markieren, so Planet Radio und so alles. Und so, wer bitte? Also Radiosendern, so Hip-Hop-Radio. Freddy? Nee, Planet Radio ist so ein Radiosender. Planet Radio und Jam FM, Kiss FM, die haben angefangen, so meinen Songwochenenden zu spielen. Weißt du? Ich denke mir so, krass, Digga, Alter. Und danach kamen so Leute von mir halt von der Musikindustrie und sagen, ey Bruder, du hast gerade gerissen hin und her, Alter. Der Song ging durch die Decke hin und her, du bist schon bei 1 Million Klicks. Und denke mir so, krass, Digga, hin und her. Und danach habe ich das durchgezogen mit der Musik dann, immer wieder, weißt du? Ja, aber diese Spiegel-TV-Doku, die war... Die hat nochmal Schub gegeben, ja. Die hat nochmal Schub gegeben. Das war so ein schlauer Move von mir, weißt du, weil hab die Doku, die kam raus, parallel habe ich schon noch ein Musikvideo gemacht und danach habe ich gedacht, das war aber alles Zufall, Digga, weil ich kannte mich ja mit diesen Musiksachen gar nicht aus. Ja. Bist du bei Spotify? Ja, ja. Geil, bist du, ja? Auf jeden Fall. Warum ich jetzt nochmal diese Vorbereitung ein bisschen angekurbelt habe, bis wir zu deiner Inhaftierung kommen, weil diese Musikgeschichte... Wegen dem Homeboy da drüben in Spanien. Das wurde dir ja zum Verhängnis. Ja, pass auf, jetzt kommt es. Und ich habe ja wirklich meine Freundschaftskreise von der Unterwelt sind alles Motherfucker, weißt du. Die würden noch niemals vor Kamera kommen oder sonst was. Und ich habe ja sehr krasse Freundschaftskreise gehabt, ob es jetzt in Marbella war oder ob es jetzt in Belgien oder in Holland oder in Aachen war. Das waren alles, ob es jetzt Rocker waren oder normale Jungs, das waren alles Freunde von mir, weißt du. Und ich war viel mit denen unterwegs, bla bla und irgendwann mal kam halt dieses Inkro-Ding da. Und ich habe einen guten Freund von mir, der lebt in Marbella, der hat da dick Business gemacht mit Deutschland hin und her und hat da gerade, glaube ich, versucht, Geschäfte abzuwickeln mit irgendjemandem hin und her. Und mein Lied lief im Hintergrund, während der gerade Ware gefilmt hat. Und wir reden hier nicht von 2-3 Kilo, wir reden hier von ein paar hundert Kilo. Das waren Säcke, Müllsäcke, das war ein Raum, der war voller Müllsäcke und das war alles voll mit Ott. Und sagt, und hat als Gag den Abnehmer gesagt, was geht ab, Moduzzi, Bruder, deine Ware kommt bald an. Das war so ein Insider, wie wenn ich jetzt sage, wenn ich die jetzt außersehen sage, ey, was geht ab, Boogie, Bro, Boogie 2, weißt du, wenn du so. Der hat ihm schon so einen Spitznamen, Moduzzi, gegeben. Das Handy wurde geknackt. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und haben gesagt, Alter, was heißt Moduzzi, Alter, was heißt, das ist ja mein Name. Die irgendwann haben die Google geguckt, haben gesagt, dass ich Schiss bin und danach haben die Interpol geschickt und haben die mich abgeholt von zu Hause. Wo warst du? In Deutschland? Wo war ich nicht, Digga? Ich habe 7 Gefängnisse hinter mir. Da. Nein, wo du warst, als der HB war? Also warst du gerade in Frankfurt? Nee, pass auf. Ich hab zu der Zeit habe ich bei so einer Zahnärztin geschlafen. Ich war bei der, hab immer bei ihr so gechillt nach dem Training und so alles. Fahr morgens nach Hause gegen 8, 9 Uhr. Und mein bester Freund hat mit mir eine WG gehabt, weißt du?
Der kommt, ich sag, ey Bruder, der soll ich, Bruder, ich muss abziehen, ich habe um 10.30 Uhr Termin. Der ist gegangen, ich bin reingegangen, und dann war ich in der Wohnung, wollte duschen, alles drum und dran. Dann bin ich in den Balkon gegangen, hab da ein bisschen gechillt, es war Sommer, und auf einmal, Digga, sehe ich meinen Nachbar, der guckt mich so voll schief an. Ich gehe dann ins Wohnzimmer, zieh mich um, will ins Bad gehen, nimm mein Handy, guck so auf Handy ein bisschen, während ich auf Toilette sitze, vorm Duschen, und auf einmal explodiert die Tür, Digga. Ich hab gedacht, es wäre mein Nachbar, der ist ohnmächtig geworden oder irgendwas. Mhm. Und auf einmal, Digga, sehe ich schon noch so vermummte Gesichter mit Maschinengewehr oder was es war. Da. Wie viele? Ein oder mehrere? Digga, wir reden hier von 20. Nein, wie viel aufs Maul? Gar nicht. Die haben mich direkt auf den Boden geschmissen, Hose langsam hochziehen lassen, und danach lag ich bei mir im Wohnzimmer. Also ich habe eine kleine Wohnung gehabt. Das war eine Einzimmerwohnung. Ich kenne das bei mir. Bei mir sind immer 40, ich habe 38 Quadratmeter. Ja, die sind dann bis zum ganzen Flur. Die haben in der Akte bei diesem Haftbefehl geschrieben, so eine riesen luxuriöse Wohnung. Das war meine kleine Wohnung, Digga. Ich habe ja nebenbei noch woanders gewohnt. Ja. Und auf einmal rennen die rein und schon noch, wie die sagen, ey, das ist keine große Wohnung, wie die beschrieben haben. Blablabla. Haben die mich dann direkt abgeführt, saß ich dann in U-Haft für ein paar Monate und habe halt viele Gefängnisse hinter mir. Frankfurt, Weiterstadt, das ist bei Darmstadt, Limburg. Und dann war da, und dann kam der die Krönung. Als junger Kerl habe ich immer so einen krassen Krass bewundert, wo voll die Legenden drin waren. Das war in, nein, das war in Köln-Ossendorf. Das ist so das abgefuckteste Knast überhaupt für mich in Deutschland. Das ist wirklich, ich habe es immer nur auf Dokus gesehen und der hat mir gesagt, Alter, krass, was da abgeht. Da sitzen ja nur so Mafiosis, italienische Mafia und was weiß ich, was da für Leute, abgefuckte Leute gesessen haben. Und wo wir den 7. Knast, weil ich war jede 2 Wochen immer in jedem verschiedenen Knast. Also ich war so sozusagen so fast 1,5 Monate war ich auf Transport. Und dann komme ich dort an und danach bin ich mit Handschuhen aus dem Transporter ausgestiegen. Und dann sage ich zu den Beamten, wo sind wir hier? Der sagt, wir sind in Ossendorf, Digga. Ich habe mich umgedreht, wollte wieder in den Bus reingehen. Ich sage, ich gehe auf gar keinen Fall da rein, Digga. Auf gar keinen Fall. Du gehst jetzt mit. Ich sage, alle, die ziehen mir dort drin eine Perücke an. Alter. Weil da geht nichts da mit Straße. Weißt du, da sitzen Leute, die haben LL und so alles, weißt du? Erklär mir das mal. Verstehe ich die Perücke? Digga, da drin ist, da laufen ganz, ach, jetzt meinst da laufen jetzt ganz das. Andere Gesetze. Ich verstehe das natürlich, jetzt habe ich verstanden. Da laufen da ganz andere Gesetze, Digga, da bin ich reingegangen, der Typ, da, der eine hat ein Glasauge, der eine humpelt mit so einem Kreuz, Digga, da hab ich gedacht, Alter, was geht hier ab, Alter? Da gehst du auf die Zelle, sagst, mein Fernseher, wa? Da geht gar nichts, Digga, und dann habe ich halt die Regeln jetzt richtig kennengelernt, Bruder, weißt du, da habe ich das... Habe ich erst kennengelernt, Digga, dass da Tabak und Kaffee heilig ist da drin, weißt du, was ich meine? Dass da richtig andere, ja. Schwinge, 80 Euro. Freitagabend sind die Gardinen zu, dann läuft DSF Sexy Clips, oder, weißt du, was ich meine? Solche Filme laufen da ab. Dann war ich halt da, Digga, und dann habe ich halt da ekelhafte Zeiten hinter mir, Alter, weißt du, und halt ekelhafte Leute kennengelernt. Und da hat es mich wirklich halt die Augen geöffnet. Da habe ich gedacht, Digga, wenn ich hier rauskomme, ich habe jetzt gesehen, Alter, was es heißt, Leben oder Tod, weißt du? Du hast ja gesagt, Kaffee und Tabak, das war heilig. Ja, Mann. Es gab nur eine Sache, die war noch heiliger. Wasserkocher. Der Wasserkocher. Da war einer, der hat 11 Jahre, glaube ich, bekommen gehabt. Das war der Ivan. Das war ein Russe. Und der war wirklich drinnen voll respektiert. Da war auch einer, der war von so italienischer Mafia. Der war schon ein paar und 60. Der hat, glaube ich, zig, 100 Gerichtstage. Der sitzt da, was weiß ich, wie viele Jahre schon dort drin im U-Haft. Aber der Typ da oben, mit dem wollte keiner reden. Der hat lange Haare gehabt, wie es hier, das war so eine richtige Kante. Seine Freistunde ging nur, der hat 60 Minuten lang, die ging ja eine Stunde, nur Klimmzüge gemacht und Liegestütze, Digga. Und dann ist er, der hat mit niemandem geredet. Und du hast schon gesehen, so ein richtiger Motherfucker, Digga. Der will mit niemandem reden, der will nur seine Zeit absitzen, sich dann wieder verpissen. Aber der hat schon drin richtig eingelebt, Digga. Ja. Ich bin einmal hochgegangen, weil ich Umschluss gemacht habe mit jemandem. Ich bin nur an seine Zelle vorbeigelaufen, der hat sie eingerichtet, Digga, wie so eine Ikea-Werbung, Alter. So einfach so selbstgemachte Poster, die Gardinen waren so richtig perfekt zerschnitten und so alles. Also der war richtig drinne, der hat draußen eine richtige, ich lebe hier für immer Wohnung gemacht, Zelle gemacht. Und der, irgendwann mal habe ich ihn immer wieder so eingenickt, weißt du, man hat sich genickt mit Begrüßungen und so. Ich hab gesagt, ey Bruder, meinst du, du kannst mir deinen Wasserkocher ausleihen? Der so, kein Problem, Blatt. Hat er mir die, ist er kurz rein an seine Zelle, dann hat er es mir so gegeben. Ich bin runter und wollte mal so einen schönen Abend machen mit einer Zigarette, gedrehte Zigarette, Kaffee, damit so richtig dein Kopf mal ein bisschen dreht, Alter, dass du ein bisschen Rausch hast. Und hab's ein bisschen Fernsehen geguckt, meine Antenne, die hing so in meinem Zaun drinne von meinem Fenster, weil du hast ja voll die schwere Empfang manchmal da drin, weißt du, am Wochenende, wenn es regnet. Und irgendwann mal, nächsten Tag, hatten wir Freistunde. Wir hatten nie mehr verschiedene Zeiten Freistunde. Mal hatten wir die um 14 bis 15 Uhr, mal hatten wir sie um 9 bis um 10 Uhr. Ja. War ein Tunesier von mir, ein guter Bruder, den ich dort kennengelernt habe, der hatte auch wegen einer sehr großen Sache drin gesessen und der war aus Belgien. Seine Tat ist in einem Zug passiert, die haben ihn mit Ware erwischt und der hat Gericht gehabt in Köln. Und der sagt zu mir, hey Bruder, meinst du, kannst mir deinen Wasserkocher ausleihen, bla bla. Weil er hat ihn gesehen, der stand, wenn die Zelle auf war, war er über meinen Spiegel. Ich sag, und ich war ja gut, weil ich die Gesetze da drin nicht kennengelernt habe, weißt du, weil jeder Knast hat seine eigenen Gesetze, glaube ich.
Habe ich jetzt kein Problem, Bruder, hier. Hier, ach, hier, nimm den und gib ihn mir morgen früh wieder. Der so, weil ich habe Gericht morgen früh und wenn ich wieder zurückkomme vom Gericht, dann gebe ich ihn dir mittags. Ist ja kein Problem, weil manchmal haben die Beamten Ausnahme gemacht, haben kurz geklopft, Zelle aufgemacht, haben ihn mir gegeben, wieder zugemacht. Oh. Alle Digga, der hat Gericht gehabt. Verlegt. Der wurde verlegt, Alter, nach Belgien. Oh. Und das Problem ist, du weißt ja selber, Bro, wenn du verlegt wirst, dann wird dann kommt jemand von der Kammer und räumt deine Zelle in den Müllsack und tut sie in der Kammer abgeben. Das heißt, wenn du Antrag stellst als Nachbar und sagst, ey, warte mal, der hat noch mal einen Kamm gehabt oder was weiß ich was, sagen die, stell Antrag, dann kriegst du einen Kamm so in 2-3 Wochen wieder. Jetzt kommt's, Alter. Ivan wollte seinen Wasserkocher haben. Ivan war genau über mir, also über meine Zelle. Und du hörst noch immer, wenn sein Fenster aufhört, ein bisschen so gequietscht. Moblet, ich sag, was sind meine Wasserkocher? Weil manchmal liefen die Beamten, Justizbeamten, so Kontrollgang, weißt du, man? Dann hast du kurz geklingelt, in so eine Wand, war so eine Klingel, dann kamen die am Tür, kannst du vielleicht irgendwann mal einen Wasserkocher geben, falls du hochbleibst. Digga, 17 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, ich klingel immer wieder, weil er ruft nach seinem Wasserkocher. Ja. Ich klingel, dann kam Beamte, sagst, ne, Entschuldigung, ich brauche den Wasserkocher von dem Nachbarn. Der ist, der ist nicht da. Die haben mir keine klare Antwort gegeben. Ich sag, ich brauche den, Digga, der bringt mich da um. Also ich brauche den Wasserkocher, Alter. Irgendwann mal haben die Schichtwechsel gehabt, die Justizbeamten. Dann kam neuer Beamter, der war etwas lockerer. Bei dem auch stumm geklingelt. Ich sag, ey, ich brauche den Wasserkocher. Sagt er, ey, der Typ ist weg. Ich sag, wie weg? Der so, ja, hier im Zettel, der ist verlegt worden, der ist wieder zurück nach Belgien. Ich sitze so auf der Zelle, Alter, auf meinem Bett und denk mir so, Alter, wie? Der sagt, ja, du musst Antrag stellen oder er soll Antrag stellen. Ich sag, der kann keinen Antrag stellen, weil er mich ficken wird, Alter, wegen diesem Wasserkocher, Alter. Ja, und danach irgendwann mal hörst du noch Ivan parallel umschreien. Moblet, was ist jetzt? Der hat keinen Kaffee. Ja, Digga, der Beamte macht die Tür zu, ich mach Fenster auf und denk mir so, komm, ich mach jetzt so ein bisschen diesen Scheinheiligen und sag, ey, Ivan, Bruder, die haben uns beide gefickt, der Wasserkocher ist weg. Sagt er, du bist tot. Alle auf einmal, denk ich, mir, Digga, Alter, jetzt hab ich einfach Beef da drinne mit irgendeinem Motherfucker. Scheiß Wasserkocher. Ja, hin und her, was passiert, Bro, das war die zufälligste Sache, die jemals passiert ist. 5.30 Uhr, 6 Uhr geht meine Zelle auf am nächsten Tag. Morgens der Beamte voll verschlafen, duschen. Ich stehe auf, Digga, voll verkatert, nimm meinen Korb, mach mein Shampoo rein, meine Boxershort, Zahnbürste, Zahnbürste und lauf dann hinter so einem Beamten her. Digga, normalerweise duscht eine Abteilung mit sich zusammen, weißt du, wir haben so verschiedene Kabinen. An den Tag haben die immer so gemacht, erste, weißt du, immer so oben, keine Ahnung, was das für eine Logik war. Digga, ich gehe duschen, dusch mich ein, bla bla. Und bei uns war es ja, du musst nur mit Boxershirt duschen. Bei uns gibt es kein Nacktduschen, weißt du? Meine Freunde sitzen für immer und war auch ein paar Jahre immer eingesperrt. Ja. Wo gibt es denn das? Ja, das ist krass. Hast du das schon mal gehört, Peters? Keine Ahnung. Habt ihr das aufgestellt wegen vielen muslimischen Brüdern? Das ist einfach so, keine Ahnung, was für eine. Von der Leitung? Ja, Digga. Krass. So, ja. Auf jeden Fall geht die Tür auf und auf einmal siehst du so, da kommt einer rein, Digga, der sah aus wie gemeißelt, Alter. Was ist der Ivan, Digga? So ein Sixpack, so durchtrainiert, Alter, und guckt mich so an und richtig abgefuckt, der Fresse auf mich gezogen. So. Ja. Digga, ich nehme dieses Shampoo und ich habe ja so dieses, das gibt's bei Aldi und Lidl zu kaufen, dieses braune, ich weiß nicht, wie das heißt, da ist so eine Frau drauf mit so braune Haare. Ich habe diese halbe Tube auf meiner Hand leer gemacht, damit so viel Schaum entsteht, damit er mich nur in Ruhe lässt, weißt du? Es sah irgendwann aus wie so ein Schneeball, Alter, weil ich mir gedacht habe, irgendwann wird er aufgeben mit diesem Provozieren und sieht, dass ich gerade mitten im Duschen bin, weißt du? Ja. War breiter als du und so auch, wie man sich vorstellt gerade, weil du bist ja auch stabil schon. Das war ein richtiger Glotz, ja. Genau der Fall. Da habe ich erstmal eine durchgezogen bekommen, Digga, dann habe ich... Ja. Ist doch böse ausgegangen, ja? Ja, Digga, wir haben es drinnen richtig geklatscht. Alter. Was heißt geklatscht? Der hat mir erstmal eine Bombe geschoben, ich bin auf ihn geflogen und danach sind wir beide auf den Boden geflogen. Digga, der hat mir erstmal einen Kack verpasst. Ich habe immer noch eine Narbe hier im Gesicht. Alter. Krass, ich dachte, das war ironisch gemeint. So viel nein, weil ich dachte, du hattest Glück und irgendeiner schenkt dir Wasserkocher. Nein, macht eine Community, ist doch schlecht gelaufen, ja? Nein, dann haben Scheiße, war der Punch so hart, wie er aussieht? Ja, der war schon eklig. Dann haben mich die Beamten da rausgezogen, hast du durch die Zelle wieder reingebracht, Alter. Die haben mich da rausgezogen, Digga, Alter. Richtig so Hände nach oben, bis sie in Zelle reingeworfen, Tür zugemacht. Dann habe ich mich am Waschbecken, unsere Waschbecken waren ja so klein, Digga, Alter. Wie so eine kleine Schüssel. Habe ich mich schon sehr fettig geduscht, Alter. Meine Augen sahen aus 2 Tage wie so ein Teddybär, Alter. Weil dieses Shampoo ist ja so eklig dort drin, Alter, diese Seife. Ja, und dann habe ich gesagt, und 2 Tage später, ich habe Abtürms gehabt, rauszugehen. 2 Tage später, irgendwie hat er seinen Wasserkocher, glaube ich, vielleicht bekommen oder keine Ahnung was. Der war auf jeden Fall wieder ruhig. 2 Tage später hieß es, ey, dein Anwalt ist da. Ich sag, okay. Dann gehe ich raus, weil ich hatte ja 2-mal Haftprüfung. Weißt du, Haftprüfung ist, du kommst vor einem Richter, der entscheidet, ob du auf Auflagen rauskommst oder nicht. Und bei mir war ja Sicherheitsstufe 1 plus,
wegen Großhandel im großen Stil ein, mit Einfuhr nach Deutschland. Die haben etwas gebastelt. Ich war ja wegen, ich war ja unschuldig drin, Alter. Und auf jeden Fall, Alter, setze ich so 4 Stunden in so eine kleine Bunkerzelle und warte, bis die Tür aufgeht, dass sie mich zu meinem Anwalt bringen. Von mir kommt der Typ so nach 3-4 Stunden runter und sagt zu mir, der Justizbeamte, so, ey, dein Anwalt ist nicht da, zurück. Der läuft beim Laufen, Digga. Sagt er, ey, hier steht, du bist entlassen. Digga, ich bin fast ohnmächtig geworden. Oh, Alter, muss das ein geiles Gefühl Digga, sein. Digga, Alter, dieses, Alter. Ey, dieses Gefühl. Alter. Applaus dafür. Also. Dieses Gefühl, Alter, Alter, das ist unbeschreiblich. Ich schwöre, das ist besser als 6er im Lotto, glaube ich, Alter. Wenn du Freiheit geschenkt bekommst wieder. Perfekt, Digga. Das ist krank, das ist krank, ja. Das ist die legendäre Wasserkocher-Story, ja. Ja, Mann, die, ist, die ging jetzt so mittlerweile so viral. Wer hat ja auch immer Wasserkocher? Bei sich hier? Ja. Ja, was meinst du, soll ich den nicht anfassen? Nee, Bruder, den schenke ich dir. Nee, aber wie lange warst du eigentlich insgesamt, wenn ich fragen darf? Insgesamt sehr offen bist? Insgesamt mein ganzes Leben 6. 6 Jahre. Ja, aber ja. Bei dieser ganzen Nummer warst du wie lange? 9 Monate. 9 Monate auf unschuldig. Und es wurde am Ende dann auch alles bestätigt, dass du die ganze Zeit recht gehabt hast. Ja, 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 wir hatten mehrere Gerichtstage hin und her, bis dann der Staatsanwalt und mein Anwalt ist ja ein wirklich Motherfucker, Michael Koch aus Frankfurt, bis sie wirklich diesen Puzzle zusammengeklebt haben und gesagt haben, Alter, krass, das geht, ist ja gar nicht, Alter. Eigentlich war es auch U-Haft im Prinzip, oder Mo? Ja, ja, bei mir war es. Ey, will ich euch mal beide alle mal hätte ich Urteil bekommen, wir haben 10 Jahre gedroht oder 13 Jahre. Ja, aber bei U-Haft, kennt ihr noch, früher in der Grundschule waren wir bei Anhalter Bahnhof, das ist so ein Museum. Und es hieß früher immer, wie alle Gesetze, die werden nicht eingehalten. Weil bei uns war früher die Mythe, dass man nur 6 Monate in U-Haft kommt. Ja, ja, aber die Gesetze ändern sich. Und das macht keiner, wa? Nein, mittlerweile sitzt du 2-3 Jahre in U-Haft. Weißt du, die Gesetze haben sich ja nicht verändert. Man kann ja auch nicht länger als 2 Jahre Bewährung bekommen, steht in den Kommentaren und so. Die Leute sind alle 10 Jahre, 10 Jahre. Ja, Digga. Das ist so krass. Ich sag die Wahrheit, also was so Justiz betrifft, Alter, glaube ich so gar nicht dran. Alter. Die machen, was sie wollen, weißt du, meine Digga. Ich glaube, ich meine, ja. Guck mal, ich habe auch gesessen, unschuldig. Die haben mich wirklich auch gequält. Ich habe im Licht geschlafen. Manchmal haben die mir mein Trinken so umgeschwemmt. Die haben mich wirklich wie Dreck behandelt, weil die gesagt haben, boah, wir haben jetzt den größten Fisch überhaupt. Weißt du, meine? Dann habe ich gedacht, Digga, wie habt ihr recherchiert, Digga? Ne? Ich ihr habt die recherchiert. Leute, ne? Weißt du, meine, ihr habt euch ja richtig Mühe gegeben, Digga. Weißt du, meine, wenn ich so sehe, so, keine Ahnung, irgendwelche kranke Menschen, Pädophilen oder so, wie recherchiert ihr da? Ja. Weißt du, da macht ihr direkt, oh, der ist, glaube ich, krank psychisch, der muss ärztliche Hilfe holen, weißt du, man. Das ist aber ein Dilemma. Weißt du, das ist krank, Digga, das ist wirklich krank. Da habe ich wirklich gesagt, Alter, boah. Manchmal ist es wirklich krass, wenn du deinen eigenen Kopf hast, aber dann bist du wirklich noch aus einer falschen Welt. Dann bist du irgendwie ein Querdenker oder was weiß ich was. Weißt du, wenn du so sagst, ey, guck mal, die Justiz hat mich enttäuscht, die haben mich umsonst, haben die mich hocken lassen. Da kam nur noch so ein kleiner, ja, kann passieren, alles gut, schluckst du ja runter. Die hat mir 9 Monate geklaut, Digga. Ja. 9 Monate sind 9 Monate, weißt du mal. Du hast letztes Mal bei dem Interview noch angekündigt gehabt, dass du, da warst du auch zickig, dass den immer als den 1,50 Giftzwerg mit dir, war ja Staatsanwalt. War ja auch. Der hat dich ja gefickt, Alter. Da kann man ja nichts anderes sagen. War ja auch. Aber wie waren deine Konsequenzen? Du meintest ja so, du willst noch ein bisschen in den Krieg ziehen gegen die. Hast du da noch was unternommen? Ja, ja, natürlich, ich bin dagegen gegangen, mit meinem Anwalt hin und her, aber, Digga. Hat nichts gebracht, ne? No chance, oder? Du kannst nichts, Alter, gegen den Staat machen. Nein. Also, was heißt, das ist nicht der Staat, das ist einfach die Justiz. Die Justiz. Du kannst gegen die Justiz nichts machen, die machen, was sie wollen, Digga. Ey, du hast auch das Paradebeispiel gerade genannt, mit Pädophilie, ich denke aber, du bist kein Freund davon. Nein, auf keinen Fall, Alter. Das ist so, das würde ich bei dir auch nicht glauben, aber das ist wirklich das Paradebeispiel. Wenn du heutzutage guckst, was schief läuft, sage ich immer das. Hat Peter total recht, wollte aber auch gerade sagen. Ich war ja bei uns im Knast auch so, die wurden ja richtig so, die haben ihr eigenes Haus manchmal gehabt, Alter. Weißt du, du bist ja manchmal, wenn du in deine Zelle hochgelaufen bist, da war so kleine Fensterchen, dann hast du manchmal coole Beamten getroffen und sagst, nee, Beamte, wer ist der? Was sind das für Leute drüben? Sagt er, ja, das sind Pädophilen und so. Ich sag's, krass, wieso werden die so eigene Zellen und so? Die sind ja richtig Luxus, Digga, Alter. Weißt du, so hart. Ich habe da meine eigene Antwort mir mal gegeben, die sind so unterwürfig. Der Staatsanwalt, wie auf Bumsi, Frauen von Staatsanwälten Spaß, fühlt sich getriggert durch Mo. Ja. Durch ihn und durch mich. Natürlich. Nicht durch den Pädophilen. Nein, Digga, was willst du da machen, Digga? Denn wenn wir Politiker, wenn wir die Eier haben, wenn wir uns sicher sind, dass wir gegen den Staat gewinnen, weißt du, meine? Da hast du was gesagt gerade. Weißt du, meine? Guck mal, mit der Pädophilie-Sache ist mir gerade eingefallen, warum die so eine Kicker haben auf solche Leute und auf solche Leute nicht, ist, weil, guck mal, die Pädophilen, die sind zum Beispiel, die sind in dem geschützten Bereich und die versuchen anonym zu bleiben. Die wollen ja nicht gesehen werden, um gar keinen Fall. Es darf niemals rauskommen, dass sie so eine Neigung haben, dass sie solche Taten vollbringen und so weiter. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Ja, weil es klar ist, weil die Gesellschaft sowas halt Gott sei Dank nicht akzeptiert. Auch wenn es voll viele Sachen gibt mittlerweile, wo ich sehe, dass es so normalisiert werden soll, finde ich ekelhaft, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jemand, der so Dealer ist und so weiter, so, man muss ihm
zeigen, welche Position er hat in dieser Nahrungskette. Ja. So, fühl dich mal nicht zu cool. Ja. Weißt du, was ich meine? So? Gesagt, das war ja auch wie damals, wo die gekommen sind, die Bullen bei uns immer in die Straße haben gesagt, ey, Jungs, macht aber nicht so auffällig. Das heißt so viel wie, macht, ihr dürft. Aber benimmt euch. Aber seid nicht so sichtbar, weil sonst verlieren wir ja unser Gesicht. Schlauer es gab Gedanken. Es gab so eine Situation damals, da ist Ahmed Mohamed damals, beste Grüße, bester Mann, hat Sido und so weiter beschützt zum Beispiel, auf dem Splash. Es geht meine Kumpels hier, da gehst irgendwie auf der Bühne, gab es so ein bisschen so Heckmeck, dies, das, so. Sido weiß, beste Grüße, der ist auch unser Bro. Ist auch Ewigkeiten her. Auf jeden Fall, das kommt komisch an auf unsere Jungs und die waren Gangster. Haben sie Sido auf der Bühne die Cappy weggeklatscht und haben dann auf einmal ihnen gegenüber Action gemacht, auf den Splash. Krass. So, Ahmed Mohamed ist aber der Beschützer. Das heißt, der verliert sein Gesicht. Was muss er machen? Er muss jetzt zu unseren Leuten kommen, sich an den Tisch setzen und sagen, guck mal, pass auf, Jungs, das ist mein Geschäft. Ja. Wenn ihr sowas macht und das sehen so viele Leute, die nehmen mich nicht mehr ernst. Richtig. So. Richtig. Die Bullen, die zeigen dir, wenn du zu offensichtlich bist, zu cool bist, zu viel Schmuck hast, zu viel Bling-Bling auf der Straße machst und dich zu krass fühlst, dann komme ich dir und zeige ich dir, wer die größte Gang ist. Ja, ist richtig. Ich glaube, das ist die Philosophie dahinter. Ja, hast du gut gesagt. Großartiger Gedanke. Aber der Pedo bleibt zu Hause und tut alles, dass er gar nicht erst erwischt wird. Der ist keine visible Gefahr. Gut gesagt. Und der Pedo ist derjenige, der Schutz vom System bekommt. Das ist eine Augenwischerei, ist ein Riesendilemma. Das ist halt der Fehler, weil die das immer so direkt ins krank hinziehen. Weißt du, meine Meinung ist, die müssen härter bestraft werden als wir. Und auch natürlich ärztliche Hilfe. Während die Härter bestraft werden, kriegen die noch parallel noch eine ärztliche Hilfe. Und nicht dieses, das Erste, was er erwähnt, nicht, der muss hart bestraft werden. Das Erste ist nur, was hat er für eine Vergangenheit? Mhm. Ist er vielleicht psychisch krank? Mhm. Digga, alle. Also, wenn einer im Puff geht mit einem Ständer, dann ist er auch nicht psychisch krank, dann ist er notgeil. Fertig aus. Aber wir sehen, wie krank es ist, Freunde. Wir haben es hier ganz oft schon thematisiert, immer wieder. Alleine die Strafen, das ist immer so wahnsinnig, ne? Die Strafen, wie wenn du eine Seele schändest, für immer kaputt machst. Mord auf Raten, es ist Mord auf Raten. Bruder, wenn es so eine Skala gibt, so, wenn wir schon in diesem Justizsystem, gibt es eine Skala, da gibt es nicht so schlimm und da gibt es maximal schlimm. Ja. Maximal schlimm ist LL, Sicherheitsverwahrung, wie auch immer. Ja. So. Wer ein Kind schändet, Bruder, darf eigentlich gar nicht diskutiert werden. Maximal auf Wiedersehen. Ja. Und alles ist ja noch interpretierbar, der Mörder. Aber es ist Minimum geworden. Ja. Genau, maximal, wie Belasch das gesagt hat, maximal. Und du kannst ihm gerne noch seinen Gutschein geben zu dieser ärztlichen Hilfe, kein Problem. Ja. Aber der hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Genau. Fetch aus, Digga. Danke, Mo. Und das Wichtigste ist aber auch noch, das habe ich ja oft schon ganz oft gesagt, die Spritzen bringen nichts, weil 50% haben nicht mal den Trieb, das sind Sadisten. Ja. Ey, du bist ja auch aus dem mittelöstlichen Bereich. Mhm. Wie ist deine Perspektive zu solchen Sachen, wenn wir jetzt schon von Kindern reden und so weiter? Wir wissen ja leider, so viele Kinder jetzt gerade bei Palästina gestorben und so weiter. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ist das bei euch Thema? Es geht auch gerade viel rum, Geht viel rum. Geht an gar keinen vorbei halt, ne? Er ist halt scheiße, Bruder, weil man will halt Frieden für das Leben, weißt du, für die Welt. Was ist so da? Es tut halt weh, wenn du wirklich sehr krasse Bilder siehst und so alles, weißt du, und vor allem, dass öffentlich auch dein Mund zugehalten wird für gewisse Sachen. Viele palästinensische Freunde hast du? Viele, ich bin, ja, natürlich. Ja, sehr viele bei euch, ja? Sehr viele Brüder von mir. Ja, wie ist da so die Aufteilung? Ich glaube, bei euch gibt es viele aus Maghreb, da gibt es viele Tunesier, Algerier, Marokkaner und so weiter. Ja. Wie ist mit Libanesen, arabische Kurden? Ja, gibt es auch auf jeden Fall. Gibt es auch bei uns in Offenbach, der in einem anderen Jahr. Ja, ist auch mit einem cool geworden, richtig cool, man versteht schon untereinander. Das ist geil bei uns in Offenbach, wir sind alles wie so eine Familie, weißt du, bei uns ist Multikulti, bei uns trennt sich nicht die Religion oder die Nationalität, sondern es trennt sich halt manchmal nur der Charakter. Charakter. So, weißt du, wenn der eine linke Ratte ist, dann hat er mit uns nichts zu tun, aber der kann sein, was er will für uns. Besser geht's doch gar nicht. Weißt du, Mensch ist Mensch, wir sind als Menschen geboren, alles, was uns getrennt hat, sind unsere Religionen, weißt du, im Endeffekt haben wir alle einen Gott. Jeder glaubt anders an den Gott. Und es gibt halt Menschen, die glauben halt anders wie wir an den Gott. Weißt du, ich meine, es gibt manche, die sind zu radikal und strahlen das halt anders aus. Weißt du, aber wir wollen alle Frieden und, Digga, mit Hass kommst du nicht weiter im Leben. Weißt du, ich meine, das haben wir ja auch gelernt. Du hast ja gesehen, meine Vergangenheit war ja auch nur mit Hass. Was habe ich daraus gelernt? Meine Zeit wurde geklaut. Weißt du, ich meine, das ist es, was die Menschen halt gerade vergessen. Hast du sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Applaus dafür auf jeden Fall. Gab es so Rivalität zwischen Türken und Arabern oder Rocker und Ausländer? Nee, nichts mitbekommen. Wirklich? Nee. Ihr seid in einem Straßenparadies aufgewachsen, Bruder. Nein, um Gottes Willen, Alter. Natürlich gab es so Kriege oder so, weißt du. Aber du hast dich halt manchmal gar nicht so damit beschäftigt, Alter. Natürlich knallt es da und mal da und nur da, aber
Das war nie so mein Ding. Eure Geschichte ist ein bisschen anders als die Berliner Geschichte. Das ist auch gut. Ja. Also das macht die Sache ja interessant. Wenn du nach Hamburg guckst und die Straße anguckst, du findest ja immer Parallelen zu allen Kiezen. Genau, genau. Das ist immer so. Ja, aber ja. Es gibt dann trotzdem nochmal so das, was eure Geschichte besonders macht, deren Geschichte besonders macht. Genau, 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 genau. Ich wollte fragen, nehme ich das nur so wahr, Belasch und Mo, dass es in Frankfurt mehr Marokkaner gibt? Ist das durch die Rap-Connection, die ich da habe, so Wahrnehmung? Ich glaube sogar, Marokkaner gibt es nicht zu. Es gibt schon viele in Frankfurt, aber ich glaube, Düsseldorf hat schon getoppt. Aber ja. Im Vergleich zu Berlin, meine ich, gibt es, glaube ich, ja, prozentual mehr, Fall. Wie, ne? 100% mehr. Marok ist ja auch von euch, ne? Ja, ja, der auch ist ja auch da aus Frankfurt und so, ja. Helf mir mal noch ein bisschen, Hani, mein Bruder Yassir. Hani ist, glaube ich, ich glaube, der ist Ägypter, oder? Ja. Das kann sein. Ja, ich glaube nicht. Ja. Aber auch alles Nordafrikaner, weißt du, ich mein. Ja. Es gibt schon ein bisschen, du hast schon recht. Ja, aber ich glaube, Berlin ist ganz weit unten, was es betrifft, gell? Die sind Marokkaner und so, glaube ich. Im Vergleich zum Rest, aber es sind auch mehr. Aber dafür halt viele Libanesen, Palästinenser und Jordaner und was weiß ich. Genau, aber Iraner zum Beispiel gibt es hier in Berlin zum Beispiel auch wenig, aber in Hamburg ist es auch. Hannover ist ja auch krass. Hamburg-Hannover, ja. Obwohl ich mit Eiermarok aufgewachsen bin. Krass, ja. Ekliges Zeug, war Eiermarok? Heute keine Ahnung. Kennst du Eiermarok, Onkel B noch aus den 90ern an? Nee. Du ja, wa? Ja, normal. Gibt bestimmt auch gut, da hier in Berlin war es immer das eklige Hasch. Ja, dieses klebrige Ding da, gell? Du nimmst doch auch immer die rohen Eier und so auf Rocky-Modus, das ist voll ekelhaft, Digga. Du bringst gar nichts. Gar ich bleibe die Eier lutschen. Ja, geil. Thema. Hör mal auf jetzt mit Ostersachen. Ja. Okay, Bruder, ey, zum Schluss wollen wir ein bisschen mal über Rap dann reden? Logo können wir machen, gerne. Ja, und das ist auch nochmal ein guter Übergang, denn gleich machen wir unser Lieblingsspielchen nochmal mit dir, Quick and Dirty, aber bevor wir da hinkommen. Ja. Was sind deine Einflüsse gewesen? Du hast ja gesagt, du hast immer Liebe dafür empfunden, auch wenn du das jetzt nicht so konsequent oder so durchgezogen hast. Aber was waren denn so die Rapper aus den 90s und so, die dich geprägt haben? Boah, Noriega auf jeden Fall damals, Tupac, Biggie, Rakim, auch krass. It's been a long time, ja. Auch krass, Wu-Tang. Red ruhig weiter. Erzähl weiter. Gib mir mehr. Was war noch? Boah, Digga, ich bin gerade ein bisschen so. Kennst du, wenn du so eine Blockade hast gerade? Ich hab mich so gefreut, Alter. Redman, Method Man, auch sehr, sehr krass. Golden Era, sagst du. Ja, Mann, All Dirty Buster, auch krass, Alter. Ja, Mann. Ja. So war's, Alter, auf jeden Fall. Geil, geil. Und was noch dazu kommt, Digga. Du weißt ja, die Liste ist manchmal so groß von den Oldtimers. Big Pun, ja, sowieso. Aber hat letztes gepostet mit Max, ja, die Dauer. Du weißt, ich habe kurze Arme, sonst wäre ich Boxer geworden. Nicht nur kurze Arme, sonst wäre ich Pornostar geworden. Aber bei CNN auch so krass, da hast du das auch beschrieben vorhin, diese Seele noch. Ich bin ja auch Riesenfan noch von den neuen Sachen von Capone Noriega. Ja. Immer noch, die wachsen auch, reifen auch. Ja. Du reifst und wirst intelligenter. Also wenn du kein Sexobjekt bist und geiles Knowledge bringst, werden deine Alben besser. Und Capone Jäger haben für mich durchgespielt. Safe. Unfassbar. Ist so, ja. Geile Mucke. Das ist auch richtig geile Mucke. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine Mucke, die du nicht covern kannst, weißt du? Wir haben eigentlich so, Bruderherz. Dann kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsspielchen. Oh, quick and dirty. Erklär mal kurz, so damit ich genau weiß. Ich erkläre dir, Bruder. Das Ding ist so, du kriegst von uns ein paar Fragen gestellt. Du hast einen einzigen Joker, den darfst du natürlich dann nicht einfach verschwenden. Den musst du be careful. Sei vorsichtig. So, okay. Also, benutze ihn auf jeden Fall weise. Ich stelle dir Fragen, du antwortest schnell und dreckig und präzise. Und dann gucken wir mal, was vor allem bei den letzten Fragen dabei rauskommt. Und die denk, besonders lecker. Erinnert dich an deine alten Werte. Du bist so deutsch wie Merkel. Du wirst dich gleich erinnert gefühlt. So sieht's nämlich aus. Quick and dirty, let's the games begin, baby! Ja, quick and dirty mit dem Homeboy Moduzzi. Moduzzi, quick and dirty, quick and dirty. So, Bruder, 80s oder 90s? 80s. Michael Jackson oder Prince? Michael Jackson. Stallone oder Schwarzenegger? Stallone. Chuck Norris oder Bruce Lee? Bruce Lee. Van Damme oder Jackie Chan? Van Damme, Alter. Cheat Day oder Sparring? Beides. Das geht nicht, Bruder. Okay, Sparring. Die sind hart, Baby. Sparring. Bushido oder Arafat? Boah, das ist jetzt... Weiter. Geht nicht, das wäre dein Joker. Das wäre dein Joker. Den hast du doch dann nicht mehr. Ja, dann hast du ihn nicht mehr. Bist du sicher? Ich verunsichere jetzt wie Günther Jauch. Bist du sicher, Modusi? Dass du diesen Joker anwenden willst? Joker. Okay, Joker. Tupac oder Biggie? Boah, ey, ihr habt mich auseinandergenommen, diese Fragen, Alter. Tupac, Alter. Leider. Knight Rider oder Airwolf? Knight Rider. Lego oder Playmobil? Lego.
YouTube oder TV? Alle, YouTube auf jeden Fall, Alter. Trump oder Biden? Trump. Merkel oder Hitler? Merkel, 100%. Ich liebe die Alte, Alter. Jawohl. Ist die Solo noch echt, Alter? Ja, die ist brutal. Ich feiere die, Alter. Ich weiß nicht, warum. Sie hat sie nicht hochgefickt. Lieber Schwanz ab oder Augen weg? Augen weg, Alter. Oh, ich habe schon öfters in Dunkelheit eine weggehauen. Bruder, 24 Stunden Opferrolle, immer nur Angst. Okay, jetzt kommt die würzigste Frage. Wir haben alle Dunkelheit schon. Die würzigste Frage. Ein Teller lebender Würmer essen oder Zungenkuss mit Boogie? Da wir ja viel Scheiße im Knast gefressen haben, Würmer fressen. Yes! Ja, Mann. Ey, Bruder. Es war auf jeden Fall ein Blumenpflücken mit dir. Auf jeden Fall cool, dass du gekommen bist. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du mit den Leuten teilst? Auf jeden Fall, wir checken auf jeden Fall unser neuer Kanal aus mit mir und Max. Max und Mo auf jeden Safe. Fall. Unser neuer Channel. Unfassbar lustig. Ja, Mann. Ich liebe den Scheiß. Dankeschön dafür. Ja. Geiler Typ. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall euch ab. Wie gesagt, die besten, richtig geiler, wie unterhaltsam. Dank, kann man auf jeden Fall zurückgeben. Dankeschön. Der neue Kanal Max und Mo ist auf jeden Fall Entertainment pur. Sehr gut. Ja, Mann, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall Max Koger, sowieso bester Mann, der hat auch hier Max, gesessen. Für alle Leute, die den Podcast schön nicht Grüße gesehen haben. Schöne Grüße auf jeden Fall an Max. Safe 100%. Ganz Frankfurt, Chitty Band 100% Real Talk auf jeden Fall mit Max Koger nochmal ab, falls ihr das verpasst habt. Sehr, sehr interessant. Ja. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf euch und wir sind auch in Frankfurt mit der 100% Real Talk Tour. Ja, wenn wir euch dort wir sind ready. Mit dabei hätten, würden wir uns sehr freuen auf jeden 100%. Fall. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Ey, Mo Duty am Start. Dankeschön, Bro. Free Hockey. Wir sind raus hier.